herzlich willkommen zu einer Sondersendung. Heute nicht nur von der Republika wie die letzten Tage, sondern heute von DroidCon und Linux-Tag. Dafür habe ich mir heute noch einen zweiten Moderator an meine Seite geholt, nämlich den Mirko Blitz. Hallo Mirko. Ja, hallo Claudia. Und wir haben uns heute von der Republika losgelöst, sind etwas über die DroidCon schon gelaufen, über den Linux-Tag gelaufen. Und man muss sagen, das Republika-Gelände war recht leer. Ja, alle noch verschlafen von zwei Tagen feiern und dafür war der Linux-Tag wirklich fast brechend voll. Also großes Interesse an den Einstiegsvorträgen schon und lange Schlangen, die alle rein wollten. Ja, da war schon ziemlich viel los. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass der Linux-Tag heute angefangen hat. Alle frisch und froh und dass das jetzt losgeht und sie sich auf ihre Vorträge stürzen können. Wir haben uns auch zum Einstieg gleich jemanden an die Seite geholt, der uns viel besser erzählen kann, was der Linux-Tag eigentlich ist und was ihn ausmacht, als wir das können, die wir eigentlich hier eher die Blogosphäre sind, wie heute auch mehrfach gesagt wurde im Vortrag, nämlich den Nils Magnus, einen der Hauptveranstalter des Linux-Tages, wenn nicht den Hauptveranstalter des Linux-Tages. Hallo Nils. Hallo, danke, dass ich von euch eingeladen wurde. Ja, sehr gerne, weil wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass du uns jetzt erzählst, was der Linux-Tag eigentlich genau ist und unserem Publikum das etwas näher bringst. Ja, eine Anmerkung zuvor. Es gibt natürlich eine Menge Bloggende und Podcastende Open-Sourcer und es gibt sicherlich auch eine Menge Podcaster, die Open-Source verwenden. Insofern gibt es da bestimmt eine Menge, auch an Schnittmenge. Genau, und deswegen finden wir das auch total super, dass wir das mal zusammen machen, weil wir mit unseren Projekten hier auch eigentlich alle Open Source, Crowdsourced und Crowdfunded und was weiß ich nicht alles sind. Und eigentlich hier das Paradebeispiel für Community-Driven Development sind. Aber nochmal zurück zum Linux-Tag und vor allem den Linux-Tag 2014 auch. Was macht euch aus? Was zeichnet euch aus? Ja, Linux-Tag feiert in diesem Jahr sein 20. Bestehen, also ist die 20. Veranstaltung. In der Regel machen wir das Ganze jährlich. Vor langer Zeit, 1997, haben wir mal zwei pro Jahr gemacht. Deshalb haben wir 1996 angefangen. Also es sind noch nicht ganz 20 Jahre, aber es ist die 20. Veranstaltung. Linux-Tag ist aus unserer Sicht eine Plattform, in der wir alle möglichen Stakeholder sozusagen zusammenbringen wollen, von den Entwicklern mit den Anwendern, von Firmenleuten, die Linux in ihrem Unternehmen einsetzen und dafür vielleicht auch Produkte anbieten, zu Heimanwendern, von Designern zu Codern, von Entscheidungsträgern aus Politik und Gesellschaft zu Aktivisten und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. Wir wollen wirklich allen, die in irgendeiner Form mit Linux und Open Source was zu tun haben, da die Bühne bieten und laden die ein. Und das macht uns so ein bisschen besonders, denke ich. Ihr seid ja auch als Linux-Tag, ihr beschäftigt euch nicht nur mit Open Source, sondern ihr seid quasi auch als Projekt Linux-Tag sozusagen Open Source. Was heißt das? Also was ja, das würde? Stimmt. Das, unsere Organisationsform machen wir ganz ähnlich wie ein Open Source-Projekt selbst auch. Der Linux-Tag wird ganz überwiegend organisiert von ehrenamtlich arbeitenden Freiwilligen, die das in ihrer Freizeit machen. Das ist der Träger des Linux-Tag, ist der Linux-Tag e.V., ist ein eingetragener Verein. Welche Rolle hast du dort? Ich bin dort Mitglied des erweiterten Vorstandes. Das ist so ein Konstrukt, was wir da gemacht haben in unserer Satzung, dass es eben ermöglicht, dass jeder, der aktiv mitmachen will, auch eben die Möglichkeit hat, ganz konkret teilzuhaben. Also beispielsweise, wenn es da jemand gibt, der sagt, okay, wir wollen jetzt einen speziellen Hackathon organisieren und ich habe da schon eine Idee, da können irgendwie diese Leute könnten wir einladen und wir bräuchten dafür aber so einen extra Raum und wir brauchen noch folgendes Equipment, aber ich habe schon eine Idee, dass wir Sponsoren da und da gewinnen können, dann ist das bei uns sehr einfach möglich. Und so organisieren wir uns. Das heißt, wer Vorschläge macht, wer dann auch diese Vorschläge umsetzt, der bestimmt. Insofern versuchen wir. Also quasi Duocracy. Ja, so in etwa, genau. Ja, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür.
Aber wir sagen eben, wer aktiv wird, der bestimmt eben auch den Kurs mit. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt ganz viele Linux-Tage oder es findet alle 2 Wochen ein Linux-Tag statt. Wie kommt diese Konstruktion zustande, also beziehungsweise bei mir dieses subjektive Gefühl? Kannst du mir das aufklären und mich erleuchten? Das gibt es natürlich, weil einfach Linux ein Open Source insgesamt ein verbreitetes Prinzip ist. Mhm. Das begegnet einem ja doch schon mittlerweile viel häufiger als eben noch in unseren Anfangstagen, als wir gesagt haben, wir wollen das Prinzip erstmal überhaupt erklären und einer breiteren Öffentlichkeit klar machen. Deshalb gibt es aber auch so viele Linux-Stammtische, Linux-Infotage, Linux- und Open-Source-Treffen und so weiter und so fort. Und das finden wir auch gut und richtig. Also das ist ja auch notwendig, auf den verschiedenen Ebenen auch jeweils dieses Linux- und Open-Source-Thema abzubilden. Aber also seid ihr nicht der eine Linux-Tag, sondern ihr seid quasi ein Linux-Tag und davon aber der erste, der besondere, der größte? Ja, also ich meine, uns kommt jetzt natürlich sozusagen zugute, dass wir sehr früh damit angefangen haben, als wir das Ganze gemacht haben. Ich hatte es erwähnt, 96 gab es nicht viele Alternativen dazu. Da gab es noch den Linux-Kongress, der war halt ein bisschen anders ausgerichtet zu der Zeit. Mittlerweile gibt es den leider gar nicht mehr. Und wir haben aber gesagt, wir wollen eben explizit an eine breite Öffentlichkeit gehen, dass es jeder versteht, dass sich jeder da informieren kann, dass auch jeder mitmachen kann. Und das Ganze wollten wir aber auch in einem Kontext setzen, dass es nicht nur eine Veranstaltung für Kaiserslautern war, wir haben alle in Kaiserslautern studiert damals, sondern auch darüber hinausgeht. Und deshalb gibt es eben viele Linux-Tage. Die meisten haben davon einen eher regionalen Bezug. Einige haben dann aber auch bestimmte Themen sich rausgepickt. Also wenden sich zum Beispiel mehr an die Entwickler und nicht so sehr an die Anwender oder an die Integratoren. Also ich selbst arbeite zum Beispiel als System Engineer und habe mit Entwicklung selbst gar nicht so viel zu tun, sondern ich setze halt die verschiedenen Produkte ein, kombiniere die und so weiter. Also sprich, ich muss hier eigentlich auch als Nicht-Entwickler, also als Nicht-Coder oder Nicht-Code-Bemächtigter keine Angst haben, herzukommen, sondern bei euch finde ich dann eigentlich das richtige Auffangbecken, um mich ganz generell zu informieren, an der Debatte auch zu beteiligen, durchaus auch in die gesellschaftspolitischen Bereiche reinzugehen. Genau. Ja, das ist uns immer ein Anliegen gewesen. Wir haben auch immer versucht, da mit Diskussionen, mit Podien verschiedene Themen aufzugreifen. Jetzt hier ganz aktuell, morgen Abend werden wir hier ein paar Lokalpolitiker und sonstige Vertreter haben aus dem Bezirk Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain. Und da bin ich mal gespannt, zum Beispiel Berlin redet schon eine geraume Zeit davon, einen klaren Open-Source-Kurs einzuschlagen. In der Realität ist das häufig noch ein bisschen holprig und ich hoffe mir, erwarte mir da so ein bisschen Antworten daraus, wie das jetzt dann sogar auf einer Bezirksebene ist, dann noch eine Stufe darunter, wo da die konkreten Probleme eigentlich liegen oder ob es da Probleme gibt oder ob das eigentlich nur Wahrnehmungsprobleme sind, da bin ich mal gespannt drauf. Ein anderes Beispiel ist, dass wir mit dem Bundesjustizministerium gesprochen haben. Unser Justizminister. Ich glaube, die gehören auch zu den Sponsoren oder zumindest zu den Ausstellern. Das BSI hatte ich, glaube ich, gesehen. Das BSI, aber der Heiko Maas, unser Justizminister, ist unser Schirmherr, hat auch nochmal betont die Wichtigkeit von freien Bürgerrechten und den Möglichkeiten auch unabgehört kommunizieren zu können. Das hat er in seinem Grußwort nochmal unterstrichen. Und er sieht da eben auch eine Möglichkeit, um das umzusetzen, eben auch Open Source einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und das fanden wir gut, das fand er gut. Insofern ist er unser Schirmherr geworden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist einer unserer Aussteller. Die machen eine Menge Open Source, wenn man sich das mal genauer anguckt. Die fördern auch eine ganze Menge Initiativen, gerade im Kryptobereich, was ja deren Aufgabe ist. Aber
das sind auch viele Sachen dabei, die der gemeine Bürger eben auch nutzen kann. Es wenden sich sozusagen nicht nur an Behörden selbst, sondern auch an den Bürger per se. Du hast jetzt zwei Sachen genannt, wo wir, glaube ich, nochmal reingehen müssten. Nämlich einmal das von hier, also das Friedrichshain-Kreuzberg. Ihr seid nämlich dieses Jahr in der Station, ja, zusammen mit Republika und Droidcon. Und wie kam diese Kooperation zustande oder überhaupt diese Zusammenstellung sowohl mit der Republika als auch mit der Droidcon, dann, wo ihr ja deutlich nochmal enger verzahnt seid dieses Jahr? Ja, also erstmal ist die Event-Veranstalter-Szene eine relativ überschaubare Gruppe und wir kannten uns alle schon viele Jahre vorher. Zum Beispiel die Organisatoren von der Republika haben auch schon früher am Linux-Tag mitgearbeitet, haben uns da unterstützt im Medienbereich, im PR-Bereich. Und mit der Droidcon war das ganz ähnlich. Auch da gibt es mehrere Jahre alte Verbindungen. Es gab immer mal, wir hatten immer mal einen Android-Track auf dem Linux-Tag, der dann von Droidcon-Organisatoren betreut wurde und ähnliche Dinge. Und wir haben lange darüber gesprochen, wie können wir da näher was, wie können wir das Ganze koppeln, weil wir denken einfach, dass es zwei Themen sind, die sehr gut miteinander sich kombinieren lassen. Ne? Android ist letztlich auch ein Linux, wenn auch eine ganz spezielle Form davon. Und insofern gibt es doch durchaus einige Schnittmengen. Und weil sich dann jetzt im letzten Jahr einfach die Gelegenheit geboten hat, da was Gemeinsames auf die Beine zu stellen, haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch. Wir waren so ein bisschen auf der Suche nach einer Möglichkeit, um uns ein bisschen stärker entfalten zu können. Wir waren ja viele Jahre draußen auf dem Messegelände und dort ist es manchmal ein bisschen schwierig, ja, moderne und innovative Ideen auszuprobieren, weil die halt sehr erfahren sind im klassischen Messegeschäft und wir wollen da eben mal ein paar Sachen ausprobieren und wir fanden hier einfach die Station als Location super. Dieser, ich sag mal, leicht angeraute Industrial Charm, den wir hier auch deutlich hören. Ja, hier, wenn man diese Hallen hier sieht, irgendwelche Rundbogen Katakomben sozusagen, das ist schon echt ziemlich cool. Ja, ich habe das Zweite, was ich noch, wir nähern uns leider schon dem Ende deiner Zeit, ich könnte dir stundenlang über die, also ich finde das auch sehr spannend, wie sich solche Events einfach organisieren, aber eins möchte ich vorher noch wissen, nämlich ja, wie ihr das Ganze aufzieht, nämlich ihr habt viele Aussteller, vor allen Dingen aber auch Projekte, die sich dort vorstellen. Ja. Und man kann, also auch als Republika-Besucher hat man eben die Möglichkeit, und ich denke, das wird auch eines eurer Anliegen sein, dass sich Republika und Linux-Tag etwas vermischen können oder die Besucher vermischen können, hat man die Möglichkeit, durch diese Ausstellungshallen zu laufen und sich über die Projekte zu informieren. Kannst du da mal so ein paar Namen nennen, die sich dort vorstellen von Projekten? Also XBMC habe ich zum Beispiel auch gesehen, Fiodora. Was gibt es denn da noch so alles, was ich mir unbedingt anschauen muss? Ja, also alle Besucher der Republika können die Ausstellung des Linux-Tags und der Droidcon besuchen und umgekehrt. Das war uns wichtig, dass es da einfach auch einen Austausch gibt und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Projekte haben wir über 60, die ausstellen und denen ermöglichen wir eben eine kostenlose Präsentation ihres Projektes und das ist eben möglich, weil wir Sponsoren angeworben haben, die dafür sozusagen bezahlen. Und so ist sozusagen das Finanzierungskonzept. Und jetzt wolltest du noch ein paar Highlights hören. Genau. Das ist immer ganz schwierig, wenn man 60 Stück hat, wenn man 60 Highlights hat. Das ist ja auch eine schöne Aussage. Wir haben 60 Highlights. Also muss man sich eigentlich die Übersichtsseite anschauen, welche Aussteller ihr alle habt. Das ist sicherlich am besten. Okay. Und kannst du nochmal vielleicht einen Vortrag anteasern, den man sich unbedingt... Ihr habt ja mehrere Keynotes über ja, den Tag. Ja, eine Keynote hatten wir jetzt heute mit einem Rückblick, einem Jahresrückblick, State of the Linux Union. Morgen, das ist mit Sicherheit einer der Superknaller, Greg Crowe-Hartman ist der Linux-Driver-Maintainer, ist hier, habe ich schon getroffen vorhin und erzählt ein bisschen über die tatsächliche Linux-Kernel-Entwicklung. Mhm.
Da freue ich mich besonders, dass das geschafft hat, zu kommen. Und am Samstag, das ist relativ frisch noch, hier aus Berlin kommt Felix F.X. Lindner vorbei und will mal ein bisschen aufarbeiten, was es so an Security Incidents im Bereich Open Source und nicht Open Source so im letzten Jahr gegeben hat. Ich sage nur Heartbleed, GoToFail. Die Liste ist lang und ja, wird, glaube ich, auch amüsant. Will das mal einordnen und ich denke mal, das wird auch eine richtig unterhaltsame Session werden. Yes, dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst und dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast und wünsche euch noch viel Spaß die nächsten 3 Tage. Vielleicht kannst du dich damit verabschieden, mit wie vielen Besuchern ihr insgesamt rechnet ungefähr. Wir haben insofern ein Problem, weil unsere Besucherzahlen explodieren. Ich habe jetzt noch gar nicht in den letzten Stunden wieder nachgeguckt, was da ist, aber ich denke mal nach Messezählung, also Besucher erster, zweiter, dritter Tag mit der DroidCon zusammen, sind es einige tausend Besucher, müssten es 4 wahrscheinlich schon werden. Ich weiß nicht, ob wir die an die 5 rankommen, aber wir haben heute 1300 Mittagessen verteilt, beziehungsweise sind noch gerade dabei. Insofern, da kommt noch einiges. Ordentliche Zahlen. Ja. Okay, dann ganz herzlichen Dank dir. Und danke, dass ich da sein durfte. Wir machen auch gleich weiter mit einem der Projekt-Highlights, die du quasi angeteasert hattest. Wir haben uns nämlich eins rausgepickt und wir begrüßen jetzt Hauke Laging. Ich möchte immer gerne Heiko sagen, es tut mir leid. Stell dich einfach vielleicht kurz vor. Oder Mirko, übernimm du das doch. Ja, mache ich das mal. Hallo Hauke. Hallo. Du bist von Krypto für alle hier auf den Linux-Tagen. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über Krypto für alle und ein bisschen was über dich. Ja, ich führe seit Ende 2012 kostenlose Schulungen zur Kryptographie, also in erster Linie E-Mail-Verschlüsselung und Chat-Verschlüsselung durch im Rahmen der Berliner Linux-User-Group, der BLUG. Das ist dann Mitte letzten Jahres aus offensichtlichen Gründen etwas größer geworden, sodass es einen eigenen Termin bekommen hat. Also seit Mitte Juli mache ich quasi jeden Montag eine solche Schulung. Mhm. Das ist eine eher kleine, dafür technisch hochwertige Veranstaltung mit, also seit der große Presseandrang vorbei ist, 2 bis 5 Teilnehmern üblicherweise. Ich habe dazu, beziehungsweise für das Umfeld, mehrere Webseiten eingerichtet. Angefangen hat das mit openpgpschulungen.de. Die Grundidee dieses Projekts war auch weniger meine Aktion in Berlin, sondern mehr andere Leute zu unterstützen, die außerhalb Berlins sowas machen wollen. Das heißt, ich habe technische Informationen und Druckvorlagen für das, was ich eben so mache und Tipps und auch Software zur Verfügung gestellt. Das wird allerdings nicht so wahnsinnig gut angenommen bisher. Krypto für alle kam dann später hinzu, als Idee etwas Übergeordnetes zu haben, weil ich eine Reihe von Texten veröffentlicht habe, die eigentlich nicht mehr in dieses, oder die mit OpenPGP alleine wenig zu tun hatten, die darüber hinausgingen. Organisatorische Dinge, wie kriegt man diese ganze Sache mal groß? Ja, das ist sozusagen als Aufräumaktion entstanden. Ja, also du machst Kryptographie-Schulung, das heißt, du richtest dich auch an Leute, die nicht so viel Ahnung von Computern haben? Der offizielle Text meiner Veranstaltung ist, dass sie keine Vorkenntnisse erfordert. Wirklich? Glaubt wieder keiner. Ne? Also kann ich mir jetzt bei Krypto und PGP oder GPG gar nicht vorstellen. Ja, die Frage ist immer, wo will man hin? Wo will man im Laufe eines Abends hin? Ich glaube, es ist völlig illusorisch, sich vorzunehmen, dass normale Leute, das meint auch durchaus IT-affine normale Leute, so Mitglieder einer Linux-User-Group zum Beispiel, dass die eine solche Veranstaltung besuchen und bis zu dem Tag unsicher waren und danach sicher sind. Ja. Aus dem einfachen Grund, das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob die Software gut oder schlecht oder benutzerfreundlich oder eben nicht ist, sondern diese ganze Thematik hat ein nicht triviales Ausmaß an Komplexität und das lässt sich nicht einfach reduzieren. Man kann versuchen, diese Komplexität zu verstecken. Mhm. Das geht in vielen Fällen völlig nach hinten los. Also bei einigen Mail- und GPG-Tools, den meistverbreiteten Programmen, haben wir in letzter Zeit Sachen erlebt, die jemand wie mich fassungslos machen. Ja, wahrscheinlich
entstanden aus dem Bedürfnis, es einfacher zu machen, aber da gibt es eine rote Linie, die dann da eben leicht überschritten wird und dann wird plötzlich die Sicherheit in hohem Maß kompromittiert. Das heißt, und Bruce Schneier, einer der großen Gurus, hat es mal schön auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, Security is not a product, it's a process. Also Sicherheit schaffe ich nicht dadurch, dass ich eine Software installiere oder Schlüssel generiere oder irgendwas mache, sondern indem ich verstehe, was da passiert. Und das, ja, ich muss es ja auch noch benutzen. Und das größte Problem ist, selbst ich, der sich damit auskennt, benutzt es sehr selten, weil es ist verdammt nochmal anstrengend. Das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was sich hier auch die nächsten Tage durchziehen wird. Ne? Also dieses Konflikt zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Mhm. Und wie löst du das dann mit Leuten, die da kommen und sagen, ich bin ein blutiger Anfänger und ich möchte das jetzt gerne. Ich möchte jetzt gerne in einer Nacht das alles wissen und PGP bei mir drauf haben und damit arbeiten. Wenn es eine richtig gute Lösung für das, wenn jemand eine richtig gute Lösung dafür hätte, dann hätten wir wahrscheinlich alle schon von ihm gehört. Mein Ansatz ist, dass ich den Leuten sage, der erste Termin, das ist im Grunde eine mehrstufige Veranstaltung, sieht so aus, dass ihr das Zeug installiert bekommt. Ihr bringt eure Rechner mit, typischerweise. Es geht auch ohne, aber ist dann natürlich mit Einschränkungen verbunden. Wir sorgen dafür, dass es funktioniert, wenn ihr geht. Ihr könnt es benutzen. Ihr kriegt nicht viel erzählt an Hintergründen, weil die Zeit gar nicht da ist und es eben ohne Vorkenntnisse schwierig ist. Die Idee ist, dass die Leute dann ein paar Wochen damit irgendwie arbeiten, auf Einsteigerniveau, da ein bisschen rumklicken, ein paar Kontakte haben, mit denen sie eben E-Mails austauschen und dann später in einen reinen Vortrag, wo dann eben nicht mehr gebastelt wird, gehen, wo ihnen die Hintergründe erklärt werden, wo sie dann aber nicht mehr so an der Begrifflichkeit scheitern. Dann hören sie irgendwas und wissen, ach, das ist das, was ich da und da immer sehe. Das habe ich schon mal benutzt, das habe ich da schon mal gesehen, dann aufgeklickt und so, ja. Die Frage ist also, wo will ich jemanden haben nach einem bestimmten Termin? Ich denke, dass man viel, viel Schmerz aus dieser ganzen Thematik nehmen kann, wenn man nicht die Einstellung hat, ich gehe da hin und lerne das an dem Abend. Ist es auch gar nicht wichtig, ob Deutschland jetzt ein Jahr früher oder später damit anfängt, ist es wichtig, dass es passiert. Und ich denke, das ist eben hilfreich an allen Fronten, wenn man davon ausgeht, dass das ein Lernprozess ist, der bei dem einen 4 Wochen dauert, bei dem anderen ein Jahr, bei dem anderen vielleicht 5 Jahre. Wichtig ist eben nur, dass man ihn geht und dass er zu einem erfolgreichen Ziel führt. Denn wenn man versucht, das notwendige Wissen, und ich vermute, wenn man jetzt 2 andere Leute meiner Sorte hier hätte, würden wir nicht so schnell auf einen Konsens kommen, was denn jetzt das nötige Wissen ist. 2 Experten, 3 Meinungen. Ja, wenigstens. Ja. Lass uns mal ein bisschen abbiegen. Du machst auch einen Talk auf den Linux-Tagen, und zwar am Samstag. Ja, wenn alle schon gehen. Auf Stage 11 bist du, um 17.30 Uhr. Woran, also die Überschrift ist Strategien der Kryptoqualifizierung. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich denke, das übergeordnete Problem, das wir haben, ist die Frage, wie das, was zurzeit passiert, über Kryptopartys und Ähnliches, wie das skaliert. Ich denke, damit sich wirklich was ändert in Deutschland, brauchen wir in spätestens 10 Jahren etwa 10 Millionen Nutzer. Alles, was deutlich darunter ist, wird dann eben nur den Leuten nützen, die das machen. Wenn wir beide die Einzigen in Deutschland wären, die Kryptografie nutzen, hätten wir ja was davon. Wir könnten verschlüsselt kommunizieren. Ja. Nur das Ökosystem Internet würde sich nicht ändern. Und deswegen, denke ich, muss man schauen, wie viele Leute kriegen wir mit dem, was wir bisher tun. Für Berlin würde das heißen, wir brauchen 50.000 neue Nutzer im Jahr. Und im letzten Jahr haben wir vielleicht 250 geschult. Und da muss man dann noch rausrechnen, die Leute, die wir nach der Schulung verlieren, weil es eben doch nicht so läuft, wie das klappt. Mit Strategien der Kryptoqualifizierung meine ich, was machen wir zurzeit, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und vor allem, was können wir tun, was müssen wir tun, um das Ausmaß an Schulungserfolg um mehrere Größenordnungen zu steigern. Ein wichtiger Aspekt ist, ich bin im Moment dabei zu versuchen, an der FU Berlin, also im Moment noch nicht an der ganzen Uni, sondern an dem Fachbereich Mathematik und Informatik, Kryptografie zu einer breit genutzten Technik zu machen. Dafür gibt es auch Rückenwind von den Informatikprofessoren. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich den großen Erfolg verkünden würde, aber ich habe noch Hoffnung, dass der sich einstellt. Und damit hätte man dann den Fuß in der Tür. Wenn das da klappt, an einer der größten deutschen Unis, dann werden die anderen großen Unis erheblich unter Druck kommen und dann wird das da passieren. Und dann skaliert das auch, weil dann jedes Jahr zigtausend Studenten, also ab in 5 Jahren oder so, dann aus den Unis kommen, die das können.
das ist was, was Deutschland wirklich ändert. Selbst wenn ich hier in Berlin 500 oder 1000 Leute im Jahr schulen würde, würde das dann nichts bringen. Das heißt, wir müssen da auf eine ganz andere Ebene an Masse. Und dafür entwickle ich eben Vorschläge und ja. Ist das eigentlich dein Brotjob, den du machst damit? Nein, es kostet bisher Geld. Das bringt keins ein. Das heißt, du machst das alles ehrenamtlich und in deiner Freizeit und ja. Weil es dir wichtig ist. Also was ist deine Motivation, das so anzubieten? Meine Motivation ist, und das war es auch schon vor Snowden, dass ich denke, dass unvorstellbar ist, dass wir in 15 Jahren immer noch so weitermachen, dass wir immer mehr Wissensgesellschaft, immer mehr Online-Gesellschaft werden, ohne in der Lage zu sein, vertraulich, nicht immer, aber wenigstens im Bedarfsfall, vertraulich und integritätsgeschützt zu kommunizieren. Mhm. Wir haben richtig Glück gehabt, dass es bisher keinen großen Ärger gegeben hat. Das wäre nicht schwierig, mal auch mit bescheidenen Finanzmitteln im deutschen oder europäischen Internet für richtig Ärger zu sorgen. Deswegen denke ich, ist nicht die Frage, machen wir das, sondern bis wann machen wir das und wie schmerzfrei kommen wir dahin. In solchen Diskussionen habe ich häufiger die Haltung mitbekommen, dass man sagt, okay, eigentlich braucht es sowas wie Snowden und dass wir mal richtig gewaltig Ärger machen im Internet, gerade in Europa oder in Deutschland, braucht es eigentlich erstmal, bevor die Leute aufwachen und anfangen. Also wir können uns ja, insbesondere auch die Berliner und ich speziell, nicht darüber beklagen, dass wir zu wenig Echo in den Medien gehabt hätten. Die haben in großem Umfang und auch wochenlang über uns berichtet und trotzdem kommen eben typischerweise 2 bis 5 Leute auf meine Veranstaltung. Die anderen sind größer. Nach meiner Erfahrung, und das höre ich auch häufig von anderen, ist es schwierig bis unmöglich, Leute, die den Sinn nicht einsehen, zu überreden, das zu benutzen. Das macht nicht viel Spaß. Deswegen denke ich auch nicht, dass wenn wir, und wir waren ja schon überall, ja, das Thema war in allen Mainstream-Medien, den IT-Medien sowieso, wie sollten die Medien es noch größer aufziehen, damit die Masse der Bevölkerung den Schuss endlich hört. Da gibt es also kein Szenario, das ich mir vorstellen kann. Ich denke, die Lösung des Problems kann nur darin liegen, und das ist letztlich auch nicht so schwer, dass man das Thema von dieser spektakulären Präsenz, Tagesschau, Spiegel, Online, was auch immer, runterholt in den Alltag der Leute. Denn davon, dass die Tagesschau darüber berichtet, das nehmen die Leute nicht als ihren Alltag wahr. Das ist eine Information, genauso wie der Krieg in Afghanistan oder sonst irgendwas. Aber wenn die Leute merken, ihr Umfeld beschäftigt sich irgendwie damit, sie sehen Hinweise in Textsignaturen von ihren Bekannten oder auf der Webseite ihres Rechtsanwalts, der Schule ihrer Kinder oder ihres Kaninchenzüchtervereins, ist ein entsprechender Hinweis, wir können so kommunizieren. Hier sind Hinweise, falls Sie das interessiert. Ist ja null Aufwand, ja, kann man in 5 Minuten machen, einfach die paar Links da hinsetzen. Und das immer mehr wird, dann denke ich, werden viele Leute verstehen, dass das nicht irgendein Freak-Thema ist, sondern sie merken, dass das kommt jetzt irgendwie an bei Leuten wie mir. Und dadurch wird dann bei dem einen früher, bei dem anderen später erstens die Bereitschaft entstehen, sich überhaupt damit zu befassen und dann wahrscheinlich auch ein bisschen später auch das nötige Interesse da von sich aus aktiv zu werden. Das ist ein wesentlicher Teil dessen, was ich versuche, Leute von Privatleuten über Unternehmen bis hin zu Organisationen, also Leute, die Technik heute schon nutzen, die typischerweise auf ihrer Webseite so einen einfachen Link haben, hier ist unser Zertifikat, was aber 99% der Leute, die das lesen, nichts bringt. Die verstehen nicht, was das bedeutet und kümmern sich da nicht drum. Mhm. Und wenn man dann einfach nur dazu setzt, ich sage immer, Leute, ihr braucht da 3 Links, ein Link für eine Anlaufseite, auf eine Anlaufseite für Leute aus der worum geht es Kategorie, dann einen für Leute, die sich fragen, was sie jetzt konkret tun können. Das wäre zum Beispiel der Link auf die deutsche Krypto-Party-Übersicht, wo man eben sieht, da kann ich hingehen, jedenfalls die Leute, die in Großstädten leben. Und dann für die Leute, die schon dabei sind, noch eine Anregung, eine Seite mit Vorschlägen, wie sie das Ganze fördern können. Schickt den Leuten dann immer ganz uneigennützig entsprechende Links auf meine Seiten, aber darum geht es letztlich nicht. Und das hat auch durchaus einen gewissen Erfolg. Also ich schätze mal 25% der Leute, die ich so anschreibe, also ich google manchmal einfach, wer erwähnt Verschlüsselung auf seiner Kontakt- oder Impressumseite und dann schreibe ich die Leute an, ihr habt es doch schon, ihr wollt es doch bestimmt fördern, packt die Links darauf und ein Teil der Leute macht das dann. Wir müssen leider zu einem Ende kommen, so spannend ich das auch finde, auch gerade diesen Impetus, dass du das in die breite Gesellschaft reintragen willst, so ein Thema. Eins möchte ich noch gerne von dir pluggen, nämlich dein Alt aber sicher. Ja.
vielleicht wird das ja die große Revolution. Das ist, sag kurz noch, du hast noch eine Minute Zeit für, also noch nicht mal 30 Sekunden für einen Elevator-Pitch, zu alt, aber sicher. Ja, meine große Spezialität, nicht kurz zu fassen. Die Idee ist hier, dass es möglicherweise in erheblicher Menge ausrangierte Computer in Deutschland gibt, die auf irgendwelchen Dachböden oder in Kellern rumstehen, die nicht kaputt sind, sondern einfach nicht mehr schnell genug und ersetzt wurden. Es ist mit sehr großem Aufwand verbunden, Computer wirklich sicher, normale Computer, mit denen man surft und mailt, wirklich sicher zu machen. Und wenn man das versucht, sind die sehr unschön zu benutzen. Man muss wissen, was man tut. Man kann mit wenig Aufwand, also insbesondere ohne die Leute zu schulen, ein hohes Niveau an Sicherheit schaffen, indem man einen gesonderten Computer für wichtige Dinge nimmt. Online-Banking, irgendwelche Shop-Seiten, also wo man jetzt Kreditkartendaten oder sowas angibt oder Dinge, die man selber wichtig findet, die eigene Domainverwaltung oder so. Wenn ich den Computer habe und nur für diese Dinge benutze, dann wird es sehr schwer für Leute unterhalb der NSA da noch reinzukommen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir darüber viele Leute kriegen, weil es eben nicht auf Linux-Leute begrenzt ist, sondern auch jemand, der immer nur mit Windows gearbeitet hat und überhaupt sich gar nicht vorstellen kann, davon wegzugehen, müsste die Idee als solche akzeptieren können, und schon aus praktischen Gründen wird er dann auf dem zweiten Rechner wahrscheinlich eher Linux installieren. Deswegen finden diese Idee auch Leute interessant, die jetzt nicht so aus der Security-Ecke kommen, sondern sich mehr für freie Software interessieren. Ja, das ist der Plan. Hauke hat an dieser Stelle schon auf unseren nächsten Gast verwiesen. Hier sitzt nämlich Matthias Kirschner. Aber erstmal danke, Hauke, dass du da warst, dass du uns das näher gebracht hast. Ich wünsche dir noch, dass viele, viele Leute bei dir vorbeikommen und sich informieren. Auch danke von mir. Ah, hallo. Wir sprechen jetzt mit Matthias Kirchner von der FSFE, Free Software Foundation. Europe, genau. Das hallo Matthias. Hallo. Danke, dass du da sein kannst. Sag uns kurz, was deine Rolle ist bei der FSFE, damit wir das einordnen können. Ich bin mittlerweile der Vizepräsident von der Free Software Foundation Europe und leite auch das Berliner Büro hier. Und du bist hier mit einem schönen Titel, vom Aussterben bedroht, die Universalmaschine Computer. Was habe ich mir unter diesem etwas, sagen wir mal, reißerischen vielleicht, also noch nicht ganz so wie die Titel der Republika, aber doch schon für den Linux-Tag, etwas reißerischen Titel vorzustellen? Der Titel kam daher, dass der Computer an sich erstmal eine Universalmaschine ist. Das heißt, er kann eigentlich alles. Der kann in ganz vielen verschiedenen Geräten eingesetzt werden, ganz viele unterschiedliche Dinge machen, je nachdem, wie ich den programmiere. Und ich habe eventuell das gleiche Gerät oder die gleiche Software in einer Rakete drin, die ich vielleicht auch in einem Flugzeug habe oder in einem Aufzug drin habe. Da habe ich oft die ähnliche Hardware drin, ich habe ähnliche Software drin. Das heißt, ich kann mit dem Computer eigentlich ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Allerdings gibt es auch Entwicklungen, dass dieses Gerät uns immer wieder beschränkt wird. Also Unternehmen beschränken den willkürlich, was denn so ein Computer wirklich am Ende für uns machen kann. Und darum geht der Vortrag, wie immer wieder uns Kontrolle als Eigentümer von so einem Computer weggenommen wird und was wir tun können, um das eben zu verhindern auch. Die Debatte ist ja jetzt auch gerade recht hoch mit gerade Smartphones und damit, dass das häufig vergessen wird, dass viele Apps auch das Internet sind oder beziehungsweise dass Apps auch mit dem Internet arbeiten und dadurch quasi das Internet in eigentlich seiner sehr schönen dezentralen Form auf diese Apps und bestimmte Funktionen, die diese Apps runtergebrochen werden. Spielt das da auch so ein bisschen mit rein oder ist das eher dann wieder eine andere Thematik? Das ist ein bisschen, also das ist jetzt eine andere Thematik. Also bei dem Thema, über das ich spreche, da geht es wirklich darum, dass zum Beispiel bei den Mobiltelefonen eigentlich ist das so gemacht, dass man da jede SIM-Karte reinschieben kann. Mhm. Und dann haben wir aber die SIM-Logs drauf liegen. Genau, dann hat jemand Geld investiert, und zwar einiges an Geld investiert, um die Funktionen, die eigentlich der Computer hatte, als noch niemand was damit gemacht hatte, zu beschränken. Und zu verhindern, dass man bestimmte Sachen mit dem Computer machen kann, die man eigentlich hätte machen können, wenn niemand da Geld investiert hätte, um das anders zu machen. Mhm. Und das ist eben jetzt in anderen Bereichen, dann bei anderen Computern auch wieder der Fall, dass die eben beschränkt werden, was sie denn eigentlich tun können. Und dass wir eben auf lange Frist auch beeinträchtigt werden, wie viel wir mit den Computern experimentieren können, was für neue Produkte wir machen können mit den Computern. Hast du das Gefühl, oder beziehungsweise du machst es ja wahrscheinlich, weil du das Gefühl hast, dass das überhaupt gar nicht präsent ist, dass den Menschen, dass sie beschränkt werden, also dass die einfach das hinnehmen und überhaupt nicht wahrnehmen, wo ihnen Möglichkeiten entzogen werden? Also ein Grund für den Vortrag war, dass
wenn man mit Menschen über Computer gesprochen hat, dass sie meistens das hier gesehen hatten. Ich möchte betonen, dahinter liegt noch ein Ubuntu. Nee, das meine ich, sondern ich meine jetzt auch rein genau, den Laptop. Also, man muss sagen, wir sind ja hier in Audioformat. Matthias zeigt gerade auf mein wundervolles MacBook, von der besonders in Free-Software-Kreisen beliebten Firma Apple. Ja, jetzt auch mal unabhängig jetzt, was an der Software da drauf läuft, da ist eine Software drauf läuft, die dir das ermöglicht, dass du den selbst bestimmt bedienen kannst oder nicht. Für viele Menschen ist das hier ist noch ein Computer. Und der Desktop zu Hause, das ist auch ein Computer. Und wenn sie irgendwelche Server sehen, dann ist das auch ein Computer. Aber wenn die eben so ein Mobiltelefon mit dem rumlaufen, dann ist das für sie ein Mobiltelefon und das ist kein Computer. Ja. Oder wenn sie einen Org-Player oder irgendeinen anderen Musikplayer haben, dann ist das für sie kein Computer. Und wenn die zu ihrem Auto gehen, dann ist denen auch nicht klar, dass in neuen Autos heutzutage 100 bis 150 Computer drin sind. Oder dass der Aufzug gesteuert wird von einem Computer. Oder dass der Kühlschrank, die Nachbestellung, dass da ein Computer drin ist. Und das ist den Menschen oft nicht bewusst, dass dort überall in den ganzen Geräten kleine Computer drin sind, die mittlerweile die Geräte verbessern, denen neue Funktionen geben. Und dass dort eigentlich das Hirn der Geräte mittlerweile ist. Und das ist dann eben, wenn das von Leuten eben so allein als Mobiltelefon wahrgenommen wird und es für die nicht klar ist, das ist eigentlich ein Computer, mit dem kann ich auch noch ganz andere Sachen machen, als das, was es eigentlich hier vor mir liegt. Das ist nicht nur ein Telefon. Mit dem hier kann ich mittlerweile alles machen. Das Teil hier hat mehr Rechenleistung. Er hält jetzt mein HTC One. Ah ja, genau. Dieses Mobiltelefon oder jedes andere Mobiltelefon in diesem Raum hat mehr Rechenleistung als die komplette Menschheit zusammen, als wir auf dem Mond gelandet sind. Mhm. Ja, das ist ein schöner Erfolg. Eine Sache noch an der Stelle. Was mir aufgefallen ist, seitdem viele Menschen sowas nicht mehr als Computer wahrnehmen und es die Möglichkeit gibt, Computer sehr einfach zu benutzen, aber die Beschränkungen da sind, werden Computer aber auch mehr benutzt. Das heißt, die Beschränkung scheint nötig zu sein, damit überhaupt Menschen, die sich nicht mit dem Thema befassen, sich überhaupt daran trauen. Ja, es gibt ja Beschränkungen, die erstmal da sind, um ein Produkt zu machen. Jetzt jemand, der ein Mobiltelefon verkauft, der will ein Mobiltelefon verkaufen. Um was es aber bei dem Vortrag geht, ist, dass unsere Computer oft künstlich nochmal eingeschränkt werden, was wir eigentlich damit machen können. In ein paar Jahren haben wir Hunderttausende von solchen Computern, solchen Mobiltelefonen auf der ganzen Welt, die alle für den Mobiltelefonbereich, für die meisten Leute, veraltet sind. Aber das sind Computer, die haben ein Mikrofon drin, die haben eine Kamera drin, die haben einen GPS-Sensor drin. Das ist ein Paradies, was man damit alles basteln könnte und neue Sachen entwickeln könnte. Und wir haben Computer zur Verfügung, mit denen wir auf einmal experimentieren können, neue Produkte entwickeln können, zu sehr geringen Kosten. Das kann jeder Schüler, wird irgendwo noch 5, 6 alte Mobiltelefone irgendwo organisieren können, kombiniert die mit ein paar anderen Sachen und wird auf Ideen kommen, was man mit Computern machen kann, auf die wir heute noch nie drauf kommen würden. Mhm. Du hast den Vortrag ja jetzt nicht zum ersten Mal gehalten. Das muss man, also, oder du wirst ihn nicht zum ersten Mal halten. Nee. Das liegt ja noch in der Zukunft. Du hast mir im Vorfeld geschickt, dass du von den Chemnitzer Linux-Tagen auch schon mal das in ähnlichen oder vielleicht auch den gleichen. Und ich weiß auch aus Gesprächen, die wir am Rande anderer Veranstaltungen hatten, dass dich das schon sehr lange bewegt. Wie waren bisher die Reaktionen darauf? Hast du das Gefühl, die Leute gehen dann damit im Aha-Gefühl raus oder hast du eher das Gefühl, die gehen damit raus, weil sie sich sowieso schon mit der Thematik beschäftigen und denken sich, ja, ich muss jetzt hier Multiplikator sein, ich muss das weitertragen. Also wie ist da die Rückmeldung? Also ich von meiner Erfahrung, was ich so als Feedback gekriegt habe, habe ich gemerkt, dass es vielen Leuten was gebracht hat. Die ganzen Beispiele, die ich zusammengetragen habe, wie Computer eingeschränkt werden, wie uns Kontrolle entzogen werden, dass das eine ganz gute Sammlung ist, die man wieder verwenden kann, um das Thema anderen Leuten weiter zu erklären. Mhm. Weil das oft so Sachen wie gerade der SIM-Card-Lock, dass der einfach so da ist. Der ist nicht einfach so da. Das hat jemand, hat den Computer beschränkt, was er tun kann. Dass ich manche CDs nicht einfach kopieren kann, liegt nicht daran, dass der Computer die nicht kopieren könnte, sondern dass die CDs so gemacht worden sind, dass es schwieriger ist, die CDs zu kopieren.
Und dass ich manche Tracks nicht weiterspulen kann beim DVD-Player, das ist nicht, die Funktion ist, die ich da nicht, sondern es ist eine Funktion eingebaut worden, damit ich das nicht weiterspulen kann. Und wenn ich ein anderes Betriebssystem auf einem Mobiltelefon nicht installieren kann, dann liegt das nicht daran, dass das nicht eigentlich möglich wäre, sondern das liegt dann daran, dass jemand viel Zeit und Geld investiert hat, um das so zu machen, dass es schwierig ist. Ihr habt, um nochmal auf die Veranstaltung hier zu kommen, ihr habt auch einen Stand hier aufgebaut, das heißt, ihr mit von der FSFE, und Leute können auch hinkommen, sich nochmal mit euch über das Thema und auch ganz viele andere Themen, die ihr natürlich als FSFE beackert, unterhalten und auch, glaube ich, bei einem kleinen Gewinnspiel noch mitmachen mit ganz lustigen Fragen, habe ich schon gesehen, und mit euch da ins Gespräch kommen. Das würde ich dann doch auch nochmal dazu aufrufen, dass man das macht. Es ist noch 3 Tage Zeit dazu. Alle 5 oben gleich, wenn man die Treppe hochkommt, läuft man fast drauf zu. Ja, das stimmt. Und dann würde ich aber von dir gerne noch wissen, was so deine Highlights, also außer deinem Vortrag, sind für dich, die du hier nicht verpassen möchtest oder wo du unbedingt hin möchtest. Ja, für mich ist es meistens so, dass ich gar nicht zu so vielen Vorträgen sonst noch hinkomme. Weil ich kenne das. Aber was ich mir auf jeden Fall reserviert habe, ist noch morgen Abend gibt es eine kleine Panel-Diskussion zu freier Software hier in Friedrichshain-Kreuzberg. Mhm. Und die wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil mich das interessiert. Das ist eine schwierige Situation, in der sich so Bezirke befinden, weil man da nicht so einfach mal kurz andere Software installieren kann, weil es Abhängigkeiten gibt mit der Stadt Berlin dann oder dem Land Berlin. Und da ist es mir wichtig, dass wir da vorankommen und lernen, was sind da die Probleme, wie können wir das in Zukunft beheben, dass da der politische Wille sich ändern wird, dass auch in Berlin mehr freie Software gibt und nicht uns alle anderen Länder irgendwie so wegrennen und wir weiter die XP benutzen. Die Baden-Württemberger zum Beispiel, die hatten sich ja auch einen Koalitionsvertrag reingeschrieben. Nein, ich meinte gar nicht andere Bundesländer, sondern auch vor allem andere Länder, die immer stärkere freie Software-Gesetzgebung machen. Und das stimmt. Skandinavien ist da auch ganz weit vorne momentan mit. Ne? Ja, das spannende Themen, über die man sich noch viel länger unterhalten müsste. Matthias, ich danke dir, dass du diese paar Minuten auf jeden Fall sehr schön mit uns gefüllt hast und wünsche euch, auch, dass das Interesse wahnsinnig hoch ist und viele Leute bei euch vorbeischauen. Danke. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt hier bei mir sitzen Daniel Molkentin, der ist Client-Entwickler bei OwnCloud. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Bitte erzähl mal was über dich. Ja, eigentlich müssen wir mit Frank anfangen, aber der wird da vorne noch gerade verkabelt. Genau. Wir haben hier immer so viele Gäste und auch vor allen Dingen, also man muss wirklich sagen, beim Linux-Tag auch so viele spannende Themen. Ich hatte es mir vorher etwas mehr technischer vorgestellt, aber es ist einfach wirklich so breit gefächert, dass wir so viele Leute unterbringen müssen, dass wir jetzt aber Frank in der Zeit auch verkabelt haben. Okay, dann Frank, fang du doch bitte an. Ja, gerne, ja klar. Ja, erstmal super, was ihr hier macht. Gratulation, das finde ich ganz toll und auch super, dass wir hier kurz als OwnCloud auch was erzählen können. Jetzt weiß ich nicht, soll ich einfach... Sag mal kurz, was du... Also du hast schon gesagt, du bist von OwnCloud. Wer bist du und was machst du da? Genau, also ich habe... Das haben wir schon gehört. Genau, ich habe mir OwnCloud irgendwann mal ausgedacht vor etwas über 4 Jahren und habe auch die erste ganz furchtbare Version 1.0 dann auch 100% selbst gemacht. Zum Glück haben dann ziemlich schnell... ist dann die Community gewachsen und wir haben Contributors bekommen und das hat sich inzwischen zu einem ganz ordentlichen Open-Source-Projekt entwickelt mit über 200 Core-Contributern. Ich glaube, ich muss dir an dieser Stelle etwas, also wir haben ja noch weitere Leute da, die mit uns das hier alles gestalten und ich weiß, dass Ralf, der auch hier mit im Sondersendungsteam ist, ganz, ganz großer Fan von OwnCloud ist und es gibt einen schönen Satz von ihm: Das ist die schönste Open-Source-Software, die ich seit langem gesehen habe. So schön, dass ich weinen musste. Das kann ich unterschreiben. Oh, wow. Ja, danke. Aber das freut uns. Wobei ich sagen muss, die Credits gehen jetzt da jetzt nicht nur an mich, sondern wie gesagt, wir haben eine echt große Community weltweit von Leuten, die dieselbe Vision teilen oder dieselbe Idee haben, dass man, nur weil man seine Daten synchronisieren und sharen möchte, gibt es keine Notwendigkeit, die dann bei Dropbox oder bei Google oder sonst wo hochladen zu müssen. Das ist also die Idee dahinter und das ist eigentlich ein großes Team und da sind wir alle beteiligt. Da kommen wir auch gleich noch dazu, aber erstmal möchten wir noch den Danimo vorstellen, der nämlich auch hier Teammitglied quasi der Sondersendung und des Sendezentrums ist und uns wahnsinnig unterstützt hat und es uns jetzt noch mehr freut, dass er auch hier ist. Sag kurz, was du bei OwnCloud machst. Genau, dazu muss man im Prinzip nochmal sagen, OwnCloud ist nicht nur das Projekt und über das Projekt bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, sondern OwnCloud gibt es halt auch als Firma, um das ganze Projekt irgendwie noch ein wenig weitertragen zu können, als das, was eine
Open Source Community zu leisten vermag, weil eine Open Source Community ist natürlich unheimlich prima darin, irgendwelche Ziele, die jetzt speziell für, ich sag mal, irgendwie Privatanwender oder vielleicht auch kleinere Firmen gut ist, zu machen. Wenn man das Ganze in eine andere Richtung noch treiben möchte, eventuell zu etwas größeren Firmen tragen oder so, dann macht es sich doch irgendwie bezahlt, da irgendwie noch jemand dahinter zu haben, der auch entsprechende Ziele verfolgen kann. Das kann man mit einer Firma sehr gut machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache das alles für Geld. Na, das ist natürlich nicht wahr. Aber ich bin halt Angestellter der OnCloud Inc. und ich arbeite am Synchronisations-Client. Und OnCloud, wenn wir das jetzt vergleichen mit beispielsweise Dropbox oder so, was viele an Dropbox oder Google Drive oder so praktisch finden, ist natürlich auch, dass sie das synchronisieren können, sei es mit ihrem Handy, das ist jetzt das, was ich nicht mache, das gibt es aber auch, also Clients für iOS und Android passt ja auch hier ins Thema. Ich muss sogar zwischen Android und iOS synchronisieren. Ja, siehst du, dann ist ja umso besser. Und es gibt halt Clients für Windows, macOS, Desktop und halt eben auch Linux. Und das ist das, was ich mit mehreren Kollegen und eben auch Community-Mitgliedern entwickle. Mach doch mal gerade so einen 30-Sekunden-Pitch, um auch die Hörer abzuholen, die OnCloud bisher noch nicht gesehen haben. Was ist OnCloud überhaupt? OnCloud ist das, was man zu Hause oder in einem Rechenzentrum stehen haben möchte, wenn man kommerziellen Cloud-Anbietern, speziell File-Anbietern oder auch Anbietern von Calendaring oder so nicht trauen möchte, sondern das gerne in seiner Kontrolle haben möchte. Und das kann man halt selber betreiben, so eigen, wie man möchte. Also sozusagen ein Dropbox, Google, Kalender-Ersatz oder iCloud-Ersatz, genau. Je nachdem. Was ganz genau. Und das Schöne ist, es ist eben nicht beschränkt auf Files, sondern da ist auch noch eine komplette API drin. Das heißt, man kann sich dort auch Apps, aber halt dann auf Serverseite selber schreiben und dann entsprechend OnCloud auch erweitern. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Warum seid ihr, also ich meine, es mag offensichtlich sein, aber warum seid ihr hier auf dem Linux-Tag? Also ich glaube, und Daniel auch, wir sind schon seit Ewigkeiten jedes Jahr auf dem Linux-Tag. Das stimmt. Also ich glaube, nicht ganz von Anfang an, aber fast. Ja, also seit sie aus der Uni raus sind, glaube ich, sind wir jedes Jahr mit dabei gewesen. Ja, also über 10 Jahre. Ja, ich bin alt. ja, und natürlich, also wir haben ja auch schon einige andere Dinge gemacht vor OnCloud, also KDE waren wir beide involviert und waren da schon immer auf dem Linux-Tag und jetzt eben seit, ich weiß gar nicht, 4 Jahren auch als OwnCloud jetzt eigentlich jedes Jahr. Könnt ihr mit eurem Dienst dann Leute auf dem Linux-Tag noch irgendwie begeistern oder kennen die euch sowieso schon alle und denken, ach, die wieder? Und also gerade eben hat ein Kollege von uns, der gerade bei uns am Stand steht, der hat mir gerade was Lustiges erzählt vor 5 Minuten, dass plötzlich 8 Leute um den OnCloud-Stand standen und er musste aber überhaupt gar nichts mehr erzählen, weil der eine User dem anderen erzählt hat, warum er unbedingt OnCloud benutzen muss. Community-driven. Ja, also der Linux-Tag ist einfach ein ganz toller Meeting-Point. Ne? Da kommen so die großen Projekte kommen so zusammen und man stellt sich gegenseitig vor, was Neues gibt, trinkt abends ein Bier zusammen und das ist eigentlich mal ganz nett. Und gleichzeitig ist jetzt, habe ich selber, als ich am Stand gestanden habe, erlebt, dadurch, dass jetzt halt nochmal der geteilte Tag mit der Republika ist, haben wir halt auch noch Besucher, die sich da in der Richtung noch gar keine Gedanken machen, weil das irgendwie das, was so in deren Kompetenzbereich maximal fällt normalerweise, weil das einfach so ihre Welt ist, ist beispielsweise irgendwie sich irgendwie ein WordPress aufsetzen, im besten Fall, meistens auch nur gehostet. Aber ich sag mal jetzt auch im Bereich irgendwie Blogging oder so, ist natürlich jetzt auch immer mehr die Frage gewesen, war ja Thema auch auf der Republika, ist das so gut, wenn die Dienste eben nicht irgendwie in meinem Kontrollumfeld laufen? Das muss nicht heißen, dass ich das mache, aber das muss halt bei jemandem laufen, bei dem ich über die Bedingungen informiert bin und mit diesen Bedingungen einverstanden sind. Also dieses Enablement, dass man ganz genau weiß, was eigentlich Sache ist. Dass man diese Entscheidung kompetent treffen kann. Das ist eigentlich das Wichtige. Es geht nicht so sehr darum, das sagen auch immer Leute, warum empfehlt ihr denn Leuten, unbedingt das Zeug bei sich zu hosten? Und das, ich sage dann immer als Antwort, es zwingt einen niemand, wenn man sich nicht kompetent fühlt, das selber zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, eine kompetente Entscheidung zu fällen. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Leute, die bieten OnCloud gehostet an.
Dort kann man sich informieren, ob man vielleicht deren Dienst in Anspruch nehmen will. Man kann sich überlegen, ob man sich mit Freunden zusammentun will. Also es gibt da sehr viele Ebenen, auf denen man OnCloud verwenden kann. Und man sollte sich da einfach für die beste Lösung entscheiden. Und deswegen ist es halt auch für die Republika-Besucher, finde ich, ein sehr interessantes Thema und augenscheinlich auch von dem, was wir auf dem Stand erlebt haben. Du sprichst damit auch schon eines eurer Angebote. Ihr habt einen Stand hier und habt da auch, also ich hatte heute so ein Timetable gesehen, wo ihr offensichtlich zu bestimmten Themen was erklärt. Was sind das für Themen und zu was kann ich mir da vorbeikommen und mir zeigen, erklären, briefen lassen? Wir haben vor allen Dingen zwei Themen. Das richtet sich halt so weniger an Erstuser, die können sich halt jederzeit bei uns im Stand informieren. Aber wenn es um komplexere Sachverhalte geht, beispielsweise, wie programmiere ich jetzt eine App für OnCloud, da haben wir einen Vortrag und ich erkläre jetzt jeden Vormittag, wie die Synchronisierung mit den Clients funktioniert, also was der Gedanke dabei ist, wie das abläuft, sodass man zum einen das Ganze verstehen kann, wenn man sich technisch dafür interessiert oder wenn man gerne mithelfen möchte in der Client-Entwicklung, dann kann man dann auch entsprechend danach hoffentlich, hat man ein sehr gutes Gefühl dafür und kann dann auch mithelfen. Ihr habt auch sonst ansonsten noch einen Vortrag geplant? Ich weiß gar nicht, Frank, hältst du den? Oder? Also ich hatte jetzt am Dienstag auf der Republika einen Vortrag über OnCloud. Ah, und wie war da die Resonanz? Die war wirklich sehr, sehr gut. Was mich erstaunt hat, weil wir hatten harte Konkurrenz, es war zeitgleich mit David Hasselhoff. Da dachte ich schon, ne, wollen alle ihn singen hören, aber ne, waren echt ein voller Raum, also war gut besucht. Vielleicht noch einen Aspekt zu der Frage, die du gerade eben gestellt hast, mit diesem Selbsthosten und warum das denn überhaupt Sinn macht. Vielleicht kann man nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen und sich das Internet anschauen, wie das eigentlich ursprünglich gedacht war als dezentrales Netzwerk. Also das Internet hat ja nicht, es gibt ja nicht einen Zentralrechner im Internet, sondern alle sind gleichwertig. Und die ersten oder die frühen Dienste des Internets, also Mail zum Beispiel oder auch FTP oder das Web, da gibt es auch keinen Zentralserver, sondern jeder kann einen hosten und die können auch miteinander sprechen. Wenn du einen Mail-Server hast und ich habe einen, wir können jetzt trotzdem Mails zusenden, obwohl es unterschiedliche Server sind. Und so, das ist eigentlich so der ursprüngliche Gedanke gewesen des Internets. Und bei den ganzen neuen Diensten, wo diese großen Konzerne dahinter stehen, wie jetzt Social Networking zum Beispiel oder auch dieses Cloud-File-Synchronisieren und Sharen, da wird aus meiner Sicht den Usern eingeredet, dass das erfordert, dass alles auf einem zentralen Server liegt. Und das ist technisch einfach überhaupt nicht wahr. Also man kann ein verteiltes Social Network machen auf verschiedenen Servern und man kann einen verteilten Cloud-Sync-Share-Service machen auf verschiedenen Rechnern. Und es ist überhaupt gar nicht wahr, dass nur weil man, wie du gerade gesagt hast, seine Daten zwischen seinem iOS und seinem Android-Telefon synchronisieren möchte, dass das technisch bedingt, dass man seine Daten in den USA ablegt. Das ist nicht richtig. Ja, natürlich nicht, aber es ist natürlich richtig, wenn die Firma Geld verdienen will, die das anbietet. Das wäre nämlich die nächste Frage von meiner Seite. Wie kann man euch unterstützen? Weil ihr habt eine Firma dahinter, damit ihr überhaupt Geld einnehmt wahrscheinlich und das weiterleiten könnt. Ja, also wir haben eine Firma, die bietet OnCloud für große Unternehmen an und die Einnahmen, die wir da erzielen, damit bezahlen wir eben unsere Entwickler. Wir haben ungefähr 20 Vollzeitentwickler an OnCloud, aber die Community ist noch viel größer. Wie ich am Anfang gesagt habe, haben wir über 200 Core-Entwickler in der Community. Das heißt, es ist eigentlich so eine ganz gute Mischung und wenn man mithelfen möchte, also die komplette Entwicklung passiert natürlich komplett offen. github.com/owncloud kann man den Code sehen, man kann jede Diskussion zu jedem Pull-Request, jede Diskussion über jedes Feature, alles ist komplett offen. Und wenn man mithelfen möchte, einfach einbringen, vielleicht testen oder einen Bug reporten oder wenn man programmieren kann, auch gerne einen Pull-Request senden. Also wir sind eigentlich eine ganz offene Community und jeder ist eingeladen. Gibt es die Möglichkeit zu spenden? Da arbeiten wir daran, da haben wir noch so ein paar logistische Hürden, weil dann ist ja auch die Frage, okay, jetzt dann kommen Spenden rein und wer genau entscheidet dann, an wen das dann geht? Und das sind noch so einige interessante Fragen. Deswegen kann man leider momentan noch nicht spenden. Natürlich steht es dir frei, jeden einzelnen Entwickler, den Daniel zum Beispiel, wenn du ihn ganz besonders sympathisch findest, ihm irgendwie ein Bier auszugeben. Okay, das auf jeden Fall, ja. Nehme ich auch glatt an. Aber wir haben keine große Spendenkasse, sondern eigentlich Contributions eigentlich durch Mithelfen hauptsächlich. Ja, was sind noch eure Highlights auf dem diesjährigen Linux-Tag 2014, beziehungsweise der DroidCon ja auch, das muss man
ja auch noch mit einbeziehen dieses Jahr. Mhm. Was werdet ihr euch, also ihr habt natürlich einen Stand, ihr habt Vorträge, ihr habt Leute da, aber gibt es was, wofür ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmen werdet an Vorträgen? Ich weiß es nicht, ob das jetzt zählt, aber ich möchte kurz eine Sache erwähnen, die eigentlich auf der Republika stattgefunden hat. Auch das darfst du gerne. Wir sind ja hier ein Crossover-Mischmasch-Mashup-Remix-Projekt. Also ich fand ganz besonders bemerkenswert, diesmal muss ich wirklich sagen, einen Vortrag von Sascha Lobo. Da kann man ja zu ihm stehen, wie man will. Das haben wir auch manchmal kontroverse Thesen, die er aufstellt. Aber dieses Mal fand ich es wirklich ganz außergewöhnlich. Und wenn ihr irgendwie eine Stunde Zeit habt, dann hört euch den Vortrag an oder seht ihn euch an. Ich glaube, der ist schon längst online. Ja. Ganz außergewöhnlich, finde ich, weil da geht es einfach darum, dass wir momentan an einem Wendepunkt stehen, was diese ganzen Überwachungsthemen und Vorratsdatenspeicherung und Netzneutralität und sowas angehen. Und wir sind wirklich momentan an dem Punkt, wo sich entscheidet, ob das Internet zukünftig noch so frei ist und wie wir das eigentlich alle wollen. Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also ich fand den Vortrag auch deutlich besser, als er auf Twitter und sonstigen Kanälen dargestellt wurde zum Teil. Und kann auch das, was Sascha Lobo da so gesagt hat, zu fast 95% unterschreiben. Ja, hat schmerzhaft recht, leider. Ja. Danimo, was ist mit dir? Darf man dich jetzt eigentlich Danimo nennen oder hast du so verteilte Identitäten? Nein. Also Danimo, es gibt den Namen Daniel oft genug, dass ich mir angewöhnt habe, einfach auf Danimo zu hören als, you know, unique name und dann ist eigentlich klar, was gemeint ist oder wer gemeint ist. Und Highlights würde ich gerne hören. Highlights ist deswegen schwierig, weil das Programm habe ich mir mittlerweile abgewöhnt anzugucken, weil ich genau weiß, ich komme eh nicht dazu und ich gucke mir das in Ruhe immer nach den jeweiligen Veranstaltungen an. Aber ich schaue mir gerade so ein bisschen, ich sehe diese ganze Cloud-Geschichte, die im Prinzip jedes Jahr stärker irgendwie stattfindet. Also ne, man sieht halt diese Ecke, also Cloud-Ecke, dann ist es irgendwann so eine Viertelhalle, dann ist es die halbe Halle von Leuten, die sich mit der Cloud, ne, in irgendeiner Form befassen. Und für mich wird eine Menge Zeit auch drauf gehen, wenn ich nicht am Stand bin, mich umzugucken und zu schauen, natürlich, was gibt es da hardwaremäßig, was gibt es softwaremäßig und inwiefern kann man das mit OnCloud verheiraten. Das ist einfach auch ein privates Anliegen von mir. Gut, ja, dann. Habt ihr noch einen Ausblick, was so bei OnCloud in Zukunft kommt? Genau, den heißen Scheiß jetzt hier. Der heiße Scheiß. Ja, es ist leider ein bisschen noch einige Wochen zu früh, um über die neuen OnCloud 7 Features, was die nächste Version sein wird, die im Sommer rauskommt, zu reden. Aber ich kann ja vielleicht schon mal sagen, dass es dieses ganze Thema Dezentralisierung und Federated Services natürlich aus den angesprochenen Gründen für uns auch ganz wichtig ist. Und deswegen werden wir wohl Server-to-Server-Sharing-Support haben. Das heißt, dass man auch mehrere Server hat und wir können einen gescherten Ordner haben, wo wir zusammen an selben Dokumenten arbeiten, obwohl es unterschiedliche Maschinen sind. Mhm. Traumfeature. Und für den Client, da sind wir ja separat, also es ist halt eine separate Entwicklungsschiene. Da stehen wir jetzt auch vor dem Release von einer neuen Version, der 1.6. Da geht es halt auch vor allen Dingen darum, so ein bisschen die Synchronisationsgeschwindigkeit hochzudrehen, wobei wir da auch von einigen Features auf den 7er Server sehr von profitieren werden. Okay, wir warten gespannt. Ich fürchte, Frank, wenn du von der Bühne gehst, wird Ralf, der sitzt im Publikum, dich erstmal umarmen müssen oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich warnte dich schon mal vor. Okay, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz des vollen Programms. Sehr gerne. Danke. Und danke für die schöne Software. Ja, danke auch. So, wir gehen auch wieder sofort im Programm weiter. Wir haben nämlich es geschafft, die Keynote quasi einen Tag vorher zu bekommen. Da wird schon gelacht. Die Keynote des Linux-Tags, ne? Eine der Keynotes, genau. Es gibt für jeden Tag eine. Und wir haben jetzt hier, ich weiß nicht ganz genau, in welcher Rollenverteilung, weil die Kärtchen rumgedreht sind, wir haben hier den Ralf Staudemeier und den Herbert Braun. Und sie werden uns eine Keynote präsentieren zu Android Beyond Snowden, gar nicht After Snowden, habe ich dann festgestellt, wie ich erst dachte, sondern Beyond. Könnt ihr euch kurz vorstellen, vielleicht fragen wir mit dir an, Ralf, und du sagst uns kurz, was du tust, was du bist und was du planst für den Tag, für die Keynote. Ja, also gut, also ich bin der Ralf Staudemeier,
Was tue ich? Also ich bin zum ersten, ich bin Akademiker, eigentlich im Bereich Intrusion Detection und künstliche Intelligenz. Ich bin auch Autor, ich mache viel im Bereich irgendwie Netzwerkmonitoring und beschäftigt bin eher im Augenblick Weltenbummler, so würde ich das irgendwie bezeichnen. Also ich hab es gelesen in deiner Description mit dem Weltenreisender, das fand ich sehr schön. Das habe ich auch noch als Berufsziel. Ja, und Herbert, was ist mit dir? Ja, ich habe einige Jahre lang bei der CT gearbeitet als Redakteur. Ein bisschen anderen Schwerpunkt, dass das, worum es morgen gehen wird. Ich habe mich vor allem mit Webentwicklung beschäftigt und mache das Thema auch immer noch, aber mittlerweile als Freiberufler. Überwiegend als Autor, ab und zu entwickle ich auch selber mal wieder was, zunehmend. Und ich lebe in Berlin. Bin eigentlich jetzt nur kurz vorübergehend Weltenbummler, weil wir hier gerade so eine mehrwöchige Wohnwagen-Rundreise machen und musste jetzt die kurz unterbrechen. Auf welcher Weltreise habt ihr beide euch kennengelernt? Ach so. Ich bin mit seiner Ex-Freundin verheiratet. Ah, jetzt, also endlich nähern wir uns hier dem Gossip-Format, was wir immer haben wollten. Das ist schön, ja. Das ist eine schöne Anekdote am Rande. Und aber also so seid ihr zusammengekommen, habt festgestellt, dass ihr ähnliche Interessen habt von den Themen her und habt euch entschlossen, dann dieses Jahr zusammen einen Vortrag oder einen Keynote für den Linux-Tag einzureichen. So in etwa war es, ja. Na, okay. Und ja. Wie seid, also das Thema Snowden ist natürlich naheliegend, aber ihr beschäftigt euch ja mit Android Beyond Snowden. Mhm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Genau, darunter kann ich mir auch nichts vorstellen, nicht wirklich. Es geht eigentlich darum, also als ich mich zum ersten Mal mit Android beschäftigt habe, wahrscheinlich viel zu spät, irgendwie 2011, 2012, dachte ich, das geht ja überhaupt nicht. Alle meine Daten nach Google, das bin eigentlich bescheuert. Und dann kommt da irgendwann der Punkt, da hat man das erste Tablet und hat man ein Handy, wo halt irgendwie ein Android drauf ist und dann macht man die Firmware neu und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das eigentlich alles absichern? Und dann haben auch einige Sachen funktioniert, aber dann der nächste Punkt, wie kriege ich meine Frau dazu, dass sie das benutzt und meine Mutter und was weiß ich. Und so habe ich angefangen zusammenzusuchen, irgendwie, wie müsste ich so ein System denn jetzt eigentlich umbauen und wie muss es möglichst leicht sein. Und dann war irgendwann der Punkt, dann dachte ich, naja, vielleicht sollte man das einfach mal so aufbereiten, dass man andere Leute dazu kriegt, irgendwie sich da ein bisschen dran zu beteiligen. Und dann sind wir zusammengekommen, haben gesagt, okay, das schneiden wir jetzt mal so zusammen, dass man das auf einer Droid.com vorstellen kann und dass möglichst viele Leute sich da motiviert fühlen, an ihren Geräten mal so ein bisschen in Richtung Sicherheit was zu verändern, vor allen Dingen, was sie auch selber machen können. Geht das überhaupt? Wäre jetzt für mich die richtige Frage, geht das überhaupt? Ich habe da drin Chips, über die ich gar keine Kontrolle mehr habe. Genau. Na, also ich meine, klar, ich kann, wenn ich ein Android habe, kann ich nicht im Basisband-Prozessor umprogrammieren wollen. Irgendwie, ne? Also so eine Firma. Aber ich kann mich natürlich fragen, wenn ich das Gerät habe, wenn ich es benutzen möchte, was kann ich denn machen? Bin ich denn auf diesen Play Store zum Beispiel angewiesen? Wie aufwendig ist es denn, eine neue Firmware aufzuspielen? Okay, wenn ich jetzt nicht routen möchte, wenn ich die Standard-Firmware habe, kann ich den Datenabfluss irgendwie ein bisschen steuern? Welche Daten landen jetzt eigentlich alle bei Google? Mhm. Wenn ich sage, mir gefällt jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie wie alles, was ich eintippe, zu Google hochgeladen wird, weil er irgendwie dieses Word-Matching macht, gibt es da eine Alternative für? Ja, gibt es die? Ja. Genau, könnt ihr uns schon ein bisschen anteasern, Herbert? Was erwartet uns an Lösungsvorschlägen von euch? Also ich hatte so den Eindruck, es ist so ein bisschen so eine exponentielle Kurve. Es gibt ein paar Dinge, die man relativ einfach machen kann, die man eigentlich fast noch während der Keynote machen kann, wenn man mal sich entschließt, 2 Minuten nicht aufzupassen. Also habt ihr das Konzept der Hands-on-Keynote entworfen, ja? Der Vorschlag lag tatsächlich mal in der Luft, aber ich habe dann versucht, das wieder rauszubuxieren, weil ich vermeiden möchte, dass dann, wahrscheinlich geht dann doch irgendwas schief und dann ist unser Publikum weg. Und ja, wir haben diesen ganzen Vormittag haben wir irgendwie nicht bekommen, ne? Also deswegen. Genau. Ja, das eigentlich mal nötig für so eine Droid-Con. Nee, das haben wir uns dann doch nicht so ganz getraut, aber wir spekulieren so ein bisschen darauf, dass die Pause nach unserem Vortrag dann dazu genutzt wird, eifrig Einstellungen umzustellen. Was Ralf ja schon erwähnt hat, also wenn man ein wirklich sicheres Gerät haben will, wenn man also erhöhte Sicherheitsbedürfnisse hat, dann kommt man halt in Bereiche, wo es sehr, sehr aufwendig wird und wo es richtig dann auch weh zu tun anfängt.
Aber man kann schon mit ziemlich geringem Aufwand relativ weit kommen erstmal. Also das heißt, ihr seid dann noch vor dem Trade-off zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit und probiert beides erstmal noch zu verheiraten mit euren Tipps? So in etwa, ja. Also wir erwähnen mal kurz also so die schmerzhaften Dinge und weil es halt einfach die einfachen spart ihr euch für die Keynote auf, damit ganz viele Leute kommen. Genau. Genau. Ja, also man kann ja gucken, was können denn diese Crypto-Phones? Da gibt es ja auch welche von, die halt irgendwie ein Android drauf haben. Irgendwie, wir können uns fragen, wir haben uns gefragt, ja, die Merkel bekommt so ein Ding angeboten, aber nimmt denn irgendwie doch das BlackBerry. Aus welchem Grund? Oder? Also das haben wir uns ein bisschen überlegt. Der Schritt, grundlegend was zu machen, ist nicht schwierig. Und zu verstehen, ich kann das Gerät nicht absichern. Ich meine, es werden Daten abfließen, aber dadurch, dass ich relativ kleine Schritte mache, kann ich mit anderen schon mal sicher kommunizieren und dadurch erhöhe ich die Gruppe der Leute, die verschlüsselt kommunizieren, die anonym kommunizieren und schütze damit Leute, die darauf angewiesen sind. Wenn diese Gruppe, wenn ich der Einzige bin, der anonym ist, bin ich ja nicht anonym. Ne? Wenn ich der Einzige bin, wenn es relativ wenige Leute sind, die Verschlüsselung machen, denn wird ein Angreifer mit entsprechenden Ressourcen das knacken können. Wenn das jeder macht, wenn es über 50% machen, dann schützen wir damit Leute, die darauf angewiesen sind, die vielleicht eine viel kleinere Gruppe ist, aber es ist dann was Selbstverständliches und irgendwann erreicht man da quasi so eine Grenze, wo selbst ein Angreifer mit sehr, sehr vielen Ressourcen nicht in der Lage ist, irgendwie jeden Einzelnen zu überwachen. Damit kann man quasi so einen Überwachungsstaat so ein bisschen sich dagegen irgendwie wehren. Das Grundrauschen erhöhen. Genau, genau. Das ist ein bisschen wie beim Impfen. Also ich meine, wenn eine breite Grundversorgung sichergestellt ist, dann kann man die Krankheiten quasi ausrotten. Ja gut, aber das geht aber auch erst ab 90% und ja, okay. Aufwärts. Ja, da gibt es ja auch andere Nebenwirkungen. Ja, eine Frage von meiner Seite wäre noch zu eurem Talk. Ist der Talk eher geeignet für Profis, die sich schon auskennen in dem Bereich, oder eher geeignet für Anfänger? Wo würdet ihr denn so einkategorisieren? In der Beschreibung habe ich schon ganz schön viele Buzzwords, wo man als Entwickler davor steht und denkt, da muss ich mal drüber nachdenken. Also mach mal. Mhm. Also konzipiert haben wir es eigentlich schon so, dass man reinkommt, wenn man so auf einem soliden technischen Allgemeinbildungsniveau steht, aber wenn man sich jetzt noch nicht vertieft befasst hat mit Android. Ich denke, dass jeder, der sich entscheidet, die Droidcon zu besuchen, auch verstehen wird, wovon wir reden. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Es könnte eher sein, dass es ein paar Leute geben wird, die dann sagen wird, oh, alles alter Käse, kenne ich alles schon. Das wäre dann wahrscheinlich eher eine Gefahr. Aber das Ziel ist eben auch, dass man es wirklich halt auf ein Level bringt, dass man es relativ breit implementieren kann und eben auch bei der Ehefrau, bei der Freundin, bei der Schwester einrichten kann. Darf ich kurz, das ist ja ein Anliegen, was jetzt ihr wahrscheinlich nicht nur habt für diese Keynote, sondern das ist ja wahrscheinlich was euch generell umtreibt und auch schon länger umtreibt. Gibt es einen Plan von euch, wie ihr, oder habt ihr irgendwie schon was am Laufen, wie ihr das weiter dokumentiert, wie ihr vielleicht auch Open Source gestellte Anleitungen rausgebt, wo Leute sich dann als Multiplikatoren auch beschäftigen können damit und das dann eben weiterführen können? Ja, also ich bereite schon seit geraumer Zeit ein Buch in der Richtung vor und es wird Open Access natürlich. Also es wird eine Webseite geben, die Inhalte werden Open Access sein. An einem Buch verdient man eigentlich auch nichts irgendwie. Für den Lebenslauf braucht man die ISBN, deswegen macht man es irgendwie. Viele Verlage geben inzwischen die Rechte an einem wieder nach relativ kurzer Zeit. Und dann ist auch gut. Also die Sachen werden dokumentiert, sie werden frei verfügbar sein und es wird ein Buch dazu geben. Also wir werden eine Liste mit kleinen Anleitungen, also sprich, welche Einstellungen man wie verändert, werden wir auf der Webseite publizieren. Da werde ich heute noch dran basteln müssen. Und gibt ein paar Links zu empfehlenswerten Apps. Genau, also alles, was wir besprechen, wird heute Abend verfügbar sein, dass das jemand nachvollziehen kann und einstellen. Also das ist heute Abend schon? Okay. Ja. Ach so, heute Abend schon, das ist morgen der Vortrag, also nach dem Vortrag. Nein, es wird, heute Abend? Ich mache es heute noch. Okay. Ja, ja.
Ihr seid euch offensichtlich gut einig. Nein, aber also, was ich total toll finde, was sich jetzt auch so ein bisschen durch alle Gäste bisher, inklusive euch, gezogen hat, ist dieser Impetus, dass man Dinge weitertragen möchte, auch an Menschen, die nicht das höchste technische Verständnis haben. Und gerade solche Initiativen wie eure dann auch, finde ich großartig. Danke dafür und danke, dass ihr euch damit beschäftigt. Wo kann man euch ansonsten noch unterstützen bei sowas? Könnt ihr dafür Unterstützung gebrauchen oder macht ihr das lieber alleine? Benutzen. Irgendwas sich da rausnehmen und sagen, okay, das kann ich jetzt mal schnell umsetzen. Irgendwie die eigene Familienmitglieder dafür überzeugen, dass irgendwie, wir machen jetzt mal verschlüsselte Kommunikation, das geht jetzt so und so. Und diesen Chat-Service. Oder wir machen jetzt endlich mal als Schlüssel erzeugen für E-Mail. Hey, wir sind hier auf einer Konferenz, wo es Stände gibt, wo der Heise Verlag, wo andere Leute einmal klären kann, wie geht denn jetzt verschlüsselte E-Mail? Jetzt kann ich mir mal mein Schlüsselpaar erzeugen, ich kann es signieren lassen, da hilft mir jemand bei, ich benutze das jetzt einfach mal. Und wenn ich es verstanden habe, zeige ich es meiner Frau, ich zeige es meinen Kindern, ich zeige es meiner Mutter, keine Ahnung. Und wir richten das auf 3 Geräten ein und benutzen es einfach. Wenn das erreicht wird, das ist schon das Tollste, was ich mir vorstellen könnte. Bitte benutzen, bitte ein bisschen verstehen, dass wir ein Riesenproblem haben, dass wir in einen Überwachungsstaat reinrutschen und dass es wichtig ist, dass wir diese Tools, die wir jetzt seit über 10 Jahren in den Händen tragen, endlich mal benutzen. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt von unserem Beamer-Kind, was da so hinten so floppt, flupp macht. Entschuldigung. Habe ich zu lange geredet? Nein, gar nicht. Bin ich total bei dir. Ich finde auch, dass Leute, die ein gewisses technisches Verständnis haben, mittlerweile einfach die Verantwortung haben, dass sie das auch in ihrer eigenen Familie einfach weitertragen und sich darum kümmern. Da bin ich total bei dir. Was sind für euch persönlich ansonsten noch die Highlights dieses Linux-Tages bzw. der DroidCon? Was werdet ihr euch, wenn euer Vortrag durch ist, noch alles reinziehen? Tja, das ist leider so eine traurige Baustelle, weil wir müssen beide relativ schnell wieder weg und er hat noch einen zweiten Vortrag, deswegen sind wir relativ gut okkupiert und ich glaube, der zweite Vortrag, den er hat auf dem Linux-Tag, der ist, glaube ich, noch wesentlich unfertiger als unser erster, den wir morgen halten werden. Insofern, glaube ich, haben wir jetzt erstmal ein relativ erschöpfendes Programm und ich hatte noch einen auf der Republika vorher. Ach, was hast du denn da gehalten? Was total anderes. Ich hab, stimmt, das habe ich gesehen und ich dachte mir, das kann nicht derselbe sein. Doch, ich werde morgen meinen seriösen Auftritt machen und das andere war der unseriöse Auftritt. Was war das? Kannst du kurz den Titel sagen? Der Titel war Facebook-Werbung, ein heiterer Bilderbogen. Und eigentlich ging es darum, warum Werbung im Web total Mist ist und warum sie uns alle kaputt macht und warum sie dazu führt, dass im Web viel zu wenig Geld verdient wird. Ja. Weil sie nämlich einfach unterbezahlt ist und deswegen ist sie auch so schlecht. Auch das kann man wahrscheinlich schon im Video jetzt nachschauen und dann kann man irgendwann ja den Abgleich machen zwischen deinem seriösen Auftreten und deinem Republika-Auftreten sozusagen. Ja, ich hoffe, ich habe nicht wieder die gleichen Pannen dann mit den Folien wie beim Republika-Vortrag. Oh Gott, das war schrecklich. Ralf, dein zweiter Vortrag, was wird das sein auf dem Linux? Security Monitoring using Isinga. Da geht es darum, dass man, wenn man halt ein Monitoring-System hat, wo man quasi eine Netzwerkinfrastruktur überwachen kann, sage ich jetzt mal, die baut man in erster Linie auf, wenn halt irgendwas ausfällt, dass man halt früh genug Bescheid weiß. Und also es geht darum, wenn man ein Problem hat, dass man das feststellt, bevor man ein richtiges Problem kriegt, nämlich wenn der Arbeitgeber einen kontaktiert oder der Kunde. Bei dem Security Monitoring ging es jetzt darum, naja, ich kann mir halt diese teuren Geräte in irgendeiner Infrastruktur nicht leisten oder der Chef sagt, naja, also brauchen wir jetzt irgendwie wirklich Intrusion Detection oder irgendwie sowas, Hauptsache wir werden nicht verklagt, guck mal, was du machen kannst, gibt's dafür nicht. Und da ging es darum, kann man jetzt so ein Netzwerküberwachungssystem dafür so umbauen, dass man so ein bisschen was erweitert oder wenn ich sage, wenn ich das überwache und wenn ich das überwache, wenn ich ein Problem habe, da könnte ich was erkennen, dass ich ein Problem habe. Da kann ich jemanden anrufen, der sich das nochmal genau anguckt. Und da geht es um eine Sammlung und Plug, also von Erweiterungen und von Tests, die ich in dem Vortrag ganz gerne irgendwie ankündigen würde und da Ideen für sammelt, wie man das erweitern kann, dass man es zu einem Paket zusammenschnüren kann, was sich denn Administratoren quasi nutzen können, um ihr Monitoring-System bereits Sicherheitsmonitoring ein bisschen auszubauen. Also ich habe das Nagios Isinga-Kochbuch mit O'Reilly geschrieben im letzten Jahr
Und da sollte das mal ein Punkt werden. Das O'Reilly hatte mir 320 Seiten gegeben und nach 600 Seiten hat O'Reilly gesagt, jetzt Schluss. Und deshalb bin ich auch noch gar nicht angekommen, was ich jetzt eigentlich schreiben wollte. Und deshalb ist es jetzt irgendwie für eine zweite Auflage irgendwie reserviert worden und die wird dann halt, also im Augenblick ist es O'Reilly German, das heißt, es ist ein deutsches Buch, irgendwie, das wird dann aber international erscheinen, also auf Englisch. Und da wird es dann das Sicherheitsmonitoring geben und auch ein bisschen Windows-Monitoring. Also eigentlich die interessanten Sachen irgendwie, wo man dann ein bisschen Probleme hat, normalerweise mit so einem Linux-basierenden System, was sich so an die Unix-Community richtet, irgendwie dann, ja, das hoffe ich, denn da adressieren zu können. Okay, dann würden wir sagen, von unserer Seite aus ganz herzlichen Dank. Wir drücken euch noch die Daumen bei den diversen Vorbereitungen und für diverse Pannen oder nicht Pannen eher. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da zu sein. Sehr gerne. Du noch irgendwas? Ja. Nö, danke schön. Danke. Dankeschön. Okay. Ja, jetzt werden wir Herrn Andreas Schreiber vom DLR oder Medano begrüßen über das Thema Quantified Self. Genau, und auch hier haben wir jemanden, der sich ganz abgehetzt hat, nee, gar nicht mal so, ne? Also, aber er hat auf jeden Fall gerade einen Vortrag gehalten und hat dann sofort den Weg hierher gefunden. Danke schon mal dafür. Klar. Der Vortrag ging um was? Der Vortrag ging um Quantified Self. Mhm. Zum einen habe ich ein bisschen vorgestellt, was Quantified Self ist, was ich selber mache. Quantified Self ist ja selbst vermessen oder selbst tracken. Ich bin kurz erklärt, was ich so selbst tracke und dann also habe ich noch ein bisschen... Ich sehe jetzt auch schon mit Blick auf das Handgelenk da mehrere gleich. Was ist das denn? Sind das zwei Jawbones oder? Nee, das eine ist ein Nike Fuel Band, der misst Aktivität und Schritte und aber eigentlich sieht er einfach nur geil aus und ich benutze den als Uhr. Ja. der Schrittzähler ist viel zu ungenau für die Praxis. Und das andere ist ein WME, damit kann ich meinen Stresspegel messen. Stresspegel. Das funktioniert nicht mit dem Armband alleine, da braucht man eine App für. Schade, sonst hätte ich jetzt gerne gewusst, wie er so ist. Nee, das ist wahrscheinlich jetzt sehr hoch, ja. Okay, aber ich wollte gar nicht unterbrechen, das hat mich nur gleich darauf gelenkt. Genau, und im Vortrag an sich ging es dann auch um eine Spezialität für Android-Entwickler, wie man eben Daten von solchen Geräten auf sein Smartphone bekommen kann. Ja. Okay, und dann würde ich aber gleich tatsächlich gerne mal nachfragen, was du denn alles misst bei dir und wie du das auswertest. Das ist ja momentan auch eine durchaus große Debatte dahinter, was ob das so Sinn und Zweck alles hat. Also ich messe vor allem Sachen, die meinen Körper betreffen, weil ich medizinischen Hintergrund habe, um das zu messen. Also ich hatte mal einen Schlaganfall vor ein paar Jahren und habe dann angefangen, Blutdruck zu tracken, Glukose, also Blutzucker, mein Gewicht, weil ich dann auch abnehmen musste. Und das war der Beginn und seitdem ist ein bisschen was dazugekommen, wie meine Location über so übliche Apps auch tatsächlich und die Schritte, die ich mache, also Aktivitäten, das sind zum einen Schritte, aber auch sportliche Aktivitäten und sowas. Und inzwischen mache ich auch meine Finanzausgaben und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja. Okay. Also da kommt regelmäßig was dazu, wenn das sich bewährt, dann lasse ich das, wenn das zu kompliziert ist, dann lasse ich das weg, also zum Beispiel Ernährung. Wäre eigentlich spannend, ist mir aber zu kompliziert. Ja, das funktioniert, glaube ich, momentan so, dass man händisch eintragen muss, was man gegessen hat. Und sobald man dann was selber gekocht hat, wird es schon richtig kompliziert. Genau, und ich bin großer Gegner von allem, was so händisch ist. Ja, also wenn es irgendwie automatisiert ist, ich habe auch ein Automatikauto natürlich, also wenn es automatisiert ist, dann finde ich das toll und nutze das. Und bei Nahrungsaufnahme gibt es Ansätze mit Sensoren, die irgendwie auf der Haut kleben und dann die Nährstoffe irgendwie messen, die Nährstoffkonzentration im Blutkreislauf und da mit Big Data Analysen zurückrechnen, was man wohl gegessen hat. Ja, dann gibt es andere Ansätze, weil wenn man was messen will in einem System, sind ja eigentlich die klassischen Ansätze, man misst das, was reingeht oder das, was rausgeht in das System und rechnet dann zurück sozusagen, wie es im System aussieht. Gibt für beide Varianten, also für den menschlichen Eingang im Mund und eben unten weiter für den Ausgang im Moment Ansätze, um das zu vermessen, ja. Okay, das stelle ich mir jetzt nicht sehr appetitlich vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, also diese ganzen Daten werden erhoben. Wo werden diese Daten überhaupt gespeichert? Oh, das ist super unterschiedlich. Das ist grundsätzlich kann man sagen, das hängt von dem Gerät ab, mit dem man misst. Ja? Also der einfachste Fall bei Quantified Self ist ja, dass man das auf einen Papierzettel aufschreibt, dann bleibt es bei einem. Komplizierter wird das, wenn man irgendwelche Hardware nimmt von irgendwelchen Firmen und die speichern das in der Regel bei sich erstmal auf ihren Firmenservern. Also sagen wir mal, aus der Nutzersicht irgendwo in der Cloud, ja, die der Firma gehört. Ja. Manche aggregieren das noch mit anderen Daten oder leiten das noch weiter zu anderen Servern oder Diensten,
Aber in der Regel ist es erstmal bei dem Hersteller der Hardware, die man da benutzt. Mhm. Ja, das ist der allgemeine Trend. Und das gilt eigentlich auch für reine Apps. Also die beliebteste oder die am weitesten verbreiteste Quantified Self-Hardware ist ja das Smartphone, ja, plus entsprechende Apps. Und auch für die Apps gilt, also die speichern das erstmal irgendwo in der Cloud ab. Na gut, wie fühlst du dich selber damit überhaupt wohl? Ich meine, du vermisst dich jetzt selber ganz regelmäßig. Und aus meiner Erfahrung, ich habe Moves benutzt. Ja. Und ich bin jetzt gar nicht damit glücklich, dass Moves jetzt bei Facebook untergekommen ist, weil genau denen wollte ich nie Daten geben. Genau. Das sehe ich so ähnlich. Also ich überlege mir schon bei jeder App genau, ob mir das wert ist. Also die Daten, die ich da haben will, das ist ja das, was ich eigentlich haben möchte, und ich bezahle ja damit, dass meine Daten irgendwo anders gespeichert sind. Und ist das jetzt genug? Ist der Betrag hoch genug oder ist mir zu viel oder so? Ne? Also das überlege ich mir bei jeder App schon. Ich nutze auch nicht jede App. Gerade im Bereich Location mache ich nicht alles. Moves ist so eine Ausnahme. Das ist meiner Meinung nach eine echt nette App, die super gut funktioniert. Ich habe auch nächtelang geheult, als sie von Facebook aufgekauft worden. vor allem, weil die mir mal eine Strafe erspart haben. Ich wurde mal angeklagt oder ich wurde mal verdächtigt, eine Unfallflucht gemacht zu haben. Ich sollte jemand anders angefahren haben beim Ausparken. Musste ich zur Polizei und so. Dann haben die mich gefragt, wo waren sie denn im Zeitraum, und wir untersuchen ihr Auto. Und dann habe ich einfach meine Moves-App ausgepackt, habe denen gezeigt, ja, in den 3 Tagen, die ihr hier vorgebracht habt, da war ich gar nicht in der Nähe von diesem Parkplatz. Ja. Dem Staatsanwalt hat das gereicht, also wurde ich dann nicht irgendwie verdonnert, eine Strafe zu zahlen. Spannend, das ist seitdem liebe ich eigentlich diese App. Ja. Eigentlich bis dann. Bis Facebook kam, ja. Was drückt das, was du an Daten über dich selbst sammelst, was drückt das für dich aus und was für Aha-Effekte hattest du? Also Aha-Effekte habe ich dann, wenn es darum geht, dass ich irgendwelche Sachen, die eigentlich jeder ja weiß, so Zusammenhänge zwischen verschiedenen Arten von Daten, wenn ich dann mal sehe, wie das bei mir persönlich ist. Also ein klassisches Beispiel, auch was ich bei mir sehr, sehr früh gesehen habe, ist ja der Zusammenhang zwischen Blutdruck und Gewicht. Wenn ich jetzt tendenziell über längere Zeit auch weniger wiege, also leichter bin, dann ist der bei gleicher Medikamentengabe meinetwegen, ist mein Blutdruck niedriger. Es gibt eine Korrelation, kann man statistisch auswerten, ist eine Kurve, je schwerer, desto höher der Blutdruck. Das ist erstmal für meinen Hausarzt ist das nicht spannend. Der meint, das ist ein akademisches Problem. Ich weiß ja, dass das so ist. Im genauen Zusammenhang muss ich gar nicht wissen. Aber wie stark das ansteigt, für mich persönlich zu wissen, das fand ich schon super spannend. Ja? Also eine Kleinigkeit. Und Blutdruck ist für mich eben aufgrund meiner Krankenhistorie so ein entscheidender Wert, den ich immer im Auge behalte. Ja. Das kenne ich irgendwo, ja. Du sagst das auch so ganz entspannt. Ich hatte mal einen Schlaganfall. Also das ist ja, offensichtlich hat dir ja diese Selbstvermessung, also du sitzt hier topfit und machst einen sehr regen und lebendigen Eindruck. Das wirkt nur so, aber meine Stimme lässt schon langsam nach. Wir haben Wasser für dich. Ja, ist das so? Nee, das ist ja genau, das hängt mit der Mundmotorik zusammen. Also ich musste halt nach dem Schlaganfall erstmal sprechen lernen und so, und das geht inzwischen wieder ganz gut, wie ihr hört, hoffentlich. Ja, sehr gut. Und dieses Quantified Self hat dir dann auch, also deine Selbstvermessung hat dir dann auch wirklich dabei geholfen, war Motivation für dich auch weiterzumachen? Unbedingt, also es ist Motivation auch, also ich musste natürlich, die Ärzte haben mir dringend empfohlen, sage ich jetzt mal, ich musste natürlich nicht, aber die haben mir dringend empfohlen, meinen Blutdruck zu kontrollieren, und das einfach so auf einen Zettel schreiben und dann irgendwie mal zum Arzt tragen, sowas, das fand ich sehr unspannend. Also aus Technik-Freak-Sicht wollte ich da irgendwie mehr mit nach, wollte es natürlich sofort in der App speichern. Hab dann damals für ein iPad und ein iPhone irgendwie Apps gefunden und gesucht, um das zu speichern. Fand die nicht toll, hab dann auch eigene Apps entwickelt mit einer Geschäftspartnerin zusammen. Aber das so elektronisch zu speichern und dann irgendwie Auswertemöglichkeiten zu haben und genauso wie ich das will, das finde ich eigentlich sehr spannend und das motiviert mich halt auch. Und am Ende ist natürlich wichtig, dass was bei rauskommt. Ne? Also, dass ich schon meinen Blutdruck im Überblick behalte. Und bei meinem Blutdruck speziell ist es auch so, dass die Daten müssen irgendwie zu meinem Hausarzt, weil der dann meine Medikamentengabe anpasst. Ja? Das ist jetzt, kommt regelmäßig mal vor, gucken wir mal gemeinsam auf die Daten. Und na gut, Hausärzte an sich ist in Deutschland immer noch sehr unterschiedlich, wie gut die mit elektronischer Datenübermittlung umgehen. Mein Hausarzt will am liebsten ein PDF-Dokument sehen, mit ein paar Auswertungen und so, ein bisschen Statistik und im Verlauf. Und deswegen haben wir unsere App zum Beispiel so entwickelt, dass sie einfach PDF-Report erzeugt. Ja, und dann drucken wir das aus, bringe es zum Hausarzt, der guckt drauf und sagt, okay, dann machen wir eine Tablette weniger und so. Ne?
Das sind ja jetzt so sehr positive Annotationen, die wir da haben. Es gibt ja durchaus auch die Kritiker, die sagen, und die Krankenkassen werden dann auch diese Daten alle abgreifen und dann wird es für uns alle nicht mehr so bunt aussehen und so schön. Genau. Hast du da noch irgendwie was dazu zu sagen? Mache ich sogar aktuell mit bei meiner Krankenkasse. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf hier in dieser Runde. Wenn du es sagst, dann ist also, es ja, die Barmer hat so ein Programm Fit for Go, da gibt es so eine App, da kann man, da ist so ein Programm, da soll man über 42 Tage irgendwie seine Aktivitäten mit tracken. Und wenn man sich viel bewegt hat, dann gibt es irgendwie, was weiß ich, Bonuspunkte von dem Programm. Aus Neugier sowas mal auszuprobieren, mache ich da mal mit, weil das auch meine Aktivität relativ unkritische Daten sind aus meiner Sicht. Ist auch integriert mit so einem elektronischen Schrittzähler, die App, das ist sehr nett, also ich muss da nichts manuell eingeben, ne? Sind wir wieder beim Thema vorhin mit manuell und so. Klar, aber die kriegen natürlich dann Daten über mich, wie aktiv ich bin, ne? Und was sie dann sonst wie damit machen, außer dass sie mir Bonuspunkte auszahlen, das weiß ich gar nicht. Klar ist das Interesse von Krankenkassen da, die wollen ja eigentlich haben die ja eigentlich das Ziel, dass Leute gesund bleiben. Ja, und dafür bieten sie möglicherweise auch Incentives, die, also irgendwie weniger Beiträge. Das ist jetzt, weiß ich nicht, bei der Barmer so aktiv noch nicht. Aber es gibt ja durchaus andere Krankenkassen, auch gerade in den USA jetzt inzwischen, die natürlich aktiv drüber nachdenken, zum Beispiel niedrige Versicherungsbeiträge anzubieten, wenn einer sportlich oder sonst wie aktiv ist. Und in Deutschland ist es auch so, ich habe das von einer Krankenkasse gehört, deren Namen ich jetzt nicht sage. Die wollten das auch einführen, allen ihren Kunden Schrittzähler mitgeben. Das ist dann daran gescheitert, dass diese Schrittzähler noch zu teuer sind. Also die dürfen irgendwie nur so einen Höchstbetrag an Geräten rausgeben an ihre Kunden und das war irgendwie noch zu teuer. Aber sobald diese Geräte auch billiger sind, werden die das, glaube ich, flächendeckend verteilen, ja. Meine Horrorvorstellung in einer unserer Podcast-Folgen war ja mal die elektrischen Zahnbürsten, die dann ja mittlerweile diese Smileys haben, wie lange man putzt und da dann die automatische Datenweitervermittlung an die Krankenkasse für das Bonusheft. Das war so, da dachte ich, okay, das wird mit Sicherheit kommen, aber... Das wird in jedem Fall kommen, ja. Also man muss dann halt versuchen, irgendwie die ganzen Netzverbindungen oder sowas abzuschalten oder solche Zahnbürsten nicht zu kaufen. Im Moment sind wir ja noch in einer Situation, dass man im Grunde noch selber entscheiden kann, ob man sowas nutzt. Ja. Ja. Und die Ideen jetzt bei so Krankenkassen kursieren, was ich gehört habe, ist es auch erstmal auf freiwilliger Basis. Richtig toll wird es dann erst sozusagen, wenn das Pflicht wird. Ja, aber freiwillige Basis ist ja immer so ein Ding. Ja? Also, genau. Wenn die dann sagen, naja, dann werden deine Beiträge billiger, dann ist das so verquere Freiwilligkeit, würde ich sagen. Genau, das ist das beeinflusste Freiwilligkeit. Ja. Meistens ist es ja erstmal freiwillig und wenn du dann nicht willst, dann zwingen wir dich. Genau, also, so irgendwann gehen die Beiträge hoch und dann fühlen sich ja viele Leute gezwungen. Setzt dich, dass du dich selbst quantifizierst, setzt dich das unter einen gewissen Druck? Möchtest du bestimmte Dinge erreichen? Also aus eigener Erfahrung, ich merke, dass ich muss jeden Tag den Blutdruck messen. Ja. Und ich vergesse das so scheiße häufig. Ja, kenne ich. Aber das setzt dann auch wieder so einen Druck bei mir auf, dass ich oft dann da sitze und denke, naja, komm, lass ich's. Nee, also einen hohen Druck habe ich nicht. Ich habe auch keine Entzugserscheinung oder so, wenn ich irgendwas mache. Ne? Weil Blutdruck ist natürlich wieder noch was anderes als bei anderen Aktivitäten. Hohen Druck habe ich nicht, aber es fällt mir schon auf, wenn ich das nicht mache. Oder ich fühle, also richtig toll finde ich das in der Nachbetrachtung nicht. Ich habe aber inzwischen für mich eingesehen, dass sowas mal vergessen gar nicht so schlimm ist, solange ich statistisch gesehen genug Werte habe, um trotzdem irgendeine Aussagekraft zu erzielen. Mhm. Also gerade jetzt die medizinischen Sachen für meinen Arzt oder so, da kommt es ja auf einen Tag nicht an unbedingt. Ne? Also wenn man jetzt ganz viel Daten hat und dann statistisch auswertet, das reicht für viele Anwendungen ja aus. Mhm. Kommt darauf an, was man misst. Ne? Also manchen klar, bei manchen braucht man das wirklich lückenlos, aber manchmal eben auch nicht. Und also sowas setzt mich eher nicht unter Druck. Ich fürchte, wir müssen auch leider schon ich würde mich super gerne nochmal, glaube ich, länger mit dir unterhalten. Mhm. Darüber, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Gerne. Aber was mich zum Abschluss noch interessieren würde, du hast ja den Vortrag schon gehalten. Ja. Wie war das Interesse daran, auch gerade an der API für Quantified Self? Also, ja, das Interesse war, also jetzt von den direkten Reaktionen war mittelmäßig. Es ging eher darum, ob es da irgendwie schon Standards gibt oder ob es eine Übersicht gibt über die APIs, die es gibt. Weil wie ich ja gesagt habe, das ist ja aber im Moment noch bei jedem Hersteller unterschiedlich. Auch die Geschäftsbedingungen und die Terms of Service sind ja noch sehr unterschiedlich. Und es gibt im Moment leider erstmal keine Übersicht, wo man auf einen Blick sieht, der Hersteller ist
toll und macht das alles schön und andere sind ganz böse. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir jetzt aufbauen. Also da werde ich auch dran mitwirken, sowas mal aufzubauen. So wollte ich gerade fragen, ob du da auch weiter Aktivitäten entfaltest und da auch entsprechende Veröffentlichungen eventuell noch planst. Ja, habe ich vor, ja. Okay, dann wir warten wir da, glaube ich, alle gespannt drauf. Ich glaube, das ist ein Feld, was immer relevanter und mit alternder Gesellschaft und was für Themen da alles noch dranhängen, immer schlimmer wird. Mhm. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst und deinen Vortrag für bis zu dem, wo es dann um die API geht, glaube ich, kann man uneingeschränkt auch für alle empfehlen, die sich einfach mal für dieses Thema interessieren und dann auch für alle, die sich gerne damit auseinandersetzen. Mhm. Danke dir. Okay, klar, danke, gerne. So, wir sind jetzt theoretisch zeitlich am Ende, aber wir haben uns noch ein Highlight geholt. Nämlich zwei sehr nette Menschen, die uns gleich nochmal ihren Namen verraten müssen. Das ist nämlich der, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, zum einen habe ich mir aufgeschrieben, den anderen wusste ich nämlich noch gar nicht. Jetzt sagt doch nochmal Technik, das ist hier alles. Ja, das mit der Technik ist immer das große Problem. Ich glaube, ihr müsst euch einfach mal kurz selber vorstellen. Das ist, glaube ich, ist der Idealfall. Genau, so ist es auch am einfachsten. Also ich bin der Stefan, kenne den Linux-Talk schon recht lange. Und ja, macht mir Spaß, Helfer zu sein. Und ja, deswegen bin ich dabei. Genau, wir haben hier nämlich zwei Helfer sitzen, falls wir es noch nicht gesagt haben. Und ich bin der Patrick und kenne den Linux-Tag auch schon recht lange, also so mindestens 15 Jahre. Erst als Besucher und dann als Projektmitglied und Aussteller und in diesem Jahr eben auch als Helfer. Ja, und was genau hat euch dazu bewegt, hier Helfer zu werden? Vielleicht, Stefan, fangen wir mal mit dir an. Du bist seit 10 Jahren, glaube ich, jetzt Helfer, haben wir vorhin ausgerechnet. Ja, genau. 2004 das erste Mal, dass ich in Karlsruhe war und dann war das eben recht spannend, das mitzuerleben, wie das organisiert wird. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man da einfach mitmachen kann. Und weil mir das so Spaß gemacht hat und weil da eben ein gutes Team dahinter steht, die das eben vorbereiten, dass man da spontan auch hingehen kann, bin ich immer dabei geblieben. Mirko, das ist ja eigentlich so ein bisschen auch wieder ein Engelthema vom Kongress. Ja, fühlst du dich ja hier so wie ein Fisch im Wasser. Ja, da würde ich allerdings auch gerne mal wissen, wie habt ihr das so aufgezogen? Also ich meine, wir haben schon oft über den Kongress gesprochen, wie das dort läuft, dass es da hunderte von Helfern gibt. Und wie läuft das hier auf den Linux-Tagen? Ja, ich weiß nicht, ob es hunderte hier sind, aber doch viele, viele Dutzend sicherlich. Die das freiwillig machen, ohne Geld zu bekommen. Genau. Einfach nur da sein wollen. Und müsst ihr euch dann vorher auch wie anmelden? Auf dem Kongress, man kriegt ein schickes T-Shirt dafür. Ja, ihr habt dieses tolle Buddy-T-Shirt. Ja. Das ist also für alle Hörer, man hat jetzt hier so Droid, also den Android-Roboter und den Tux mit einer scharfen Frisur, so sehr Buddy-mäßig, so Poser-Dings, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt bezeichnet, stehen. Das ist das Motiv für dieses Jahr, gibt es ja auch jedes Jahr ein neues. Ja, das wird auch von einem Helferteam gemacht, ne? Habe ich auch erfahren, dass ihr wirklich von Grund auf alles selber macht, inklusive Design und Pixelschubsen und wirklich alles. Genau. Müsst ihr euch vorher anmelden für die Helfer? Das eben gerade nicht, dass man, wenn man jetzt spontan Helfer am Linux-Tag sein möchte, dann kommt man sozusagen vor Ort und kann mithelfen. Das war jedenfalls früher mal so. So hatte ich 2004 den Anfang gefunden und dann war das auch noch so ganz einfach. Man hat auch gesagt, okay, da muss noch ein paar Wegschilder hin, die beschriftet man einfach selber und klebt es dann hin. Mittlerweile ist das alles viel, viel professioneller, dass man entsprechende Vorbereitungen macht. Aber was eben auch immer war das mit den T-Shirts, dass eben da hinten auf dem Rücken steht ein Help drauf, dass man die Leute erkennt und das... Aha. Da hätte ich nämlich zum Beispiel gedacht, die wollen Hilfe. Ja, das ist ja so mit den zwei Strichen, dass wir die Hilfe bekommen von den Leuten. Insofern dann doch etwas für das technischere Publikum eben etwas mehr dieses technische Symbol oder Verklausulierung hier auf der Republika habe ich ja gesehen, dass dann eben einfach Helping Hand draufsteht. Das ist dann natürlich noch ein bisschen auch für den normalen und internationalen auch
Direkt auch verständlich. Ihr seid jetzt schon eine eher technische Konferenz an der Stelle und da habt ihr auch eigentlich ein klares Zielpublikum, das das verstehen sollte. Mhm. Wie läuft so ein, oder wie läuft das für dich als Helfer ab auf dem Linux-Tag? Was tust du? Wie läuft dein Tag ab? Wie bist du organisiert? Du musst ja bestimmt zu bestimmten Zeiten etwas Bestimmtes tun. Ja, es gibt halt Leute, die haben sich da schon im Vorfeld genauer einplanen lassen, beziehungsweise da sagen, ja, das ist das, wo ich halt so bei sein will und ich bin hier halt so ein bisschen jetzt als Egalengel, also wo halt dann irgendwo gerade eine Hand gebraucht wird oder so und ich mich halt ja, fähig fühle, mich dann auch drum zu kümmern, um das Problem dann Als Springer mache ich da so mit. Ne? Gestern halt beim Aufbau war er auch dabei und auch noch viele andere. Gibt es einzelne Bereiche? Ich glaube auch, dass es extrem wichtig, dass nicht jeder irgendwie komplett irgendwo eingeteilt ist, sondern dass immer genügend Leute frei verfügbar sind, die dann eben gemeinsam irgendwo anpacken können. Also ein Helfer ist eigentlich nie allein. Und das ist immer gut, wenn da noch zusätzlich Leute sind, die nicht irgendwo eingeteilt sind. Na klar, irgendwo muss jemand auch die Kasse machen oder irgendwo da an bestimmten Orten sitzen oder T-Shirts verkaufen. Aber die nicht eingeteilte Sache, das ist eigentlich das Interessante, dass man dann eben da, wo man eben auch Interesse da hat, da sich mit dran beteiligt, dass das dann gibt passt. Es bei euch ein Team, sagen wir mal so, ein Festangestellter? Nee, gar nicht. Gar nicht, das macht man alles freiwillig. Also die Organisation ist natürlich klar, die haben die Pläne schon vorher ausgearbeitet, aber die Helfer an sich müssen da nicht jetzt extra eingearbeitet werden, das ist auch das Gute. Leute, die schon länger dabei sind, da können natürlich anderen Leuten das zeigen, aber grundsätzlich kann man auch ganz frisch dazukommen und einfach mitmachen. Also die Orga, die ist halt eben schon etabliert. Feststehend ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil auch da dann immer auch noch gerne Leute dazukommen können. Aber auch die sind nicht angestellt oder so. Die haben halt auch ihre Tagesjobs, ihre normalen Arbeiten und machen das, die ganze Vorbereitung und eben das auf die Beine stellen des Linux-Tages im Vorfeld auch rein in ihrer Freizeit. Patrick, Wendy würde mich noch Patrick oder Patrick? Patrick. Okay. Wendy würde mich noch interessieren, wie der Wechsel war. Also du hast ja gesagt, du warst in verschiedenen Rollen schon hier. Wie hast du jeweils den Linux-Tag anders empfunden? Erstmal so in den ersten Jahren als Besucher sehr interessant, so wo das mit dem Open Source überhaupt erstmal sich so dann zusammengefunden hat auf so einer Messe, ne, dass das wirklich mal konkret ein Event bekommen hat und man sich dann tatsächlich mal einen Überblick verschaffen konnte, was so abgeht. Und dann als Projektteilnehmer bzw. ja, aktiver war das von den Helfern, wird man immer ganz toll betreut. Es war eine tolle Atmosphäre bisher immer, dass auch jeder bemüht war. Ja, und dieses Jahr versuche ich mich halt da einzubringen und mich zu bemühen. Und das heißt auch, wenn ihr jetzt sagt, man kann einfach da sein und sagen, hallo, ich möchte helfen und kann sich dann quasi in das Helferteam mit reinschreiben lassen, an wen muss ich mich dafür wenden? Das ist vorher in Mailinglisten sozusagen organisiert, man kann sich da mit registrieren. Und wenn ich jetzt spontan Lust hätte, euch morgen zu helfen, was muss ich tun? Oder bin ich jetzt raus und muss mich für nächstes Jahr vormerken? Ach so, ne, weil jetzt ja die Leute hier vor Ort sind, könnte man sie dann auch direkt ansprechen. Das heißt, ist eben im Vorfeld einfach aus organisatorischen Gründen, dass man eben mal eine Mail schreibt und dann das alles so mitlaufen kann. Aber theoretisch könnte ich jetzt sagen, ja, genau. Braucht ihr noch Leute? Genau. Wichtig ist nur, dass man muss nicht extra in irgendeinen Verein eintreten oder irgendwo dabei sein, dass man eben erst die Chance hat, da reinzukommen. Natürlich gibt es überall Linux-User-Groups, die eigentlich so von Natur aus bei dem Linux-Tag dabei sind. Aber es ist nicht zwingend notwendig, extra da in den Verein zu einzutreten. Ihr könnt euch vielleicht für nächstes Jahr so einen Vorschlag, ihr könnt euch Helping Taxis nennen oder so. Das müssen aber alle auch im Tuxedo kommen, ne? Ja, das wäre eine gute Idee. Aber irgendwas kriegen wir dahin.
Und was ich auch noch sagen möchte, also wir haben, also erstmal danke an euch, wir müssen leider zu einem Ende kommen, weil ihr nämlich auch hier bald wieder rein müsst, um euren Zauber hier durch diese Räume walten zu lassen und alles umzubauen. Was ich aber auf jeden Fall noch loswerden möchte, wir haben mit dieser Sendung die Frauenquote extrem runtergezogen. Wir hatten tatsächlich nur Männer da sitzen als Gäste. Wie sieht das denn bei euch im Helferteam aus? Habt ihr da die eine oder andere Frau? Also dieses Jahr war ja kein Catering von uns selbst organisiert, sondern der wurde ja sozusagen jetzt Du möchtest gestellt. Also sagen, die Frauen machen nur das Catering? Nein, das war vorher immer so, dass da sehr viel gemacht wurde und die haben sich jetzt leise zurückgezogen, weil es nicht notwendig war dieses Jahr. Okay. Patrick? Da möchte ich dann da doch was zu einbringen. Insbesondere die Organisation, also eben so die obere Führung vom Linux-Tag ist doch eindeutig in Frauenhand. Ja. Na, also sind auch Männer dabei, aber das, wenn es bei uns in der Szene auch doch deutlich sehr wenige Frauen gibt, sind da aber doch auch viele, die da sind, auch tonangebend, und das läuft sehr gut, dass das dann in Frauenhand ist bisher. Und ich möchte auch sagen, also ich habe gestern ja schon ein bisschen mit euch zu tun gehabt und ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch und aufgehoben gefühlt, und ich hätte jetzt spontan Lust, wenn ich Zeit hätte, euch noch weiter zu helfen, und möchte da eigentlich auch zu aufrufen, mehr Frauenpower bei euch noch rein, also auch auf allen Ebenen. Ich finde, das ist eine tolle Atmosphäre, die ihr verbreitet, ein tolles Team und eine tolle Veranstaltung. Ja, Frauenpower ist da, und da möchte ich auch sagen, gerne mehr davon. Ja. Das fehlt eh in unserer Branche, oder? Dann Mirko? Ja, ich sag mal danke, dass ich hier sein durfte. Ja, aber erstmal sagen wir noch danke. Entschuldigung. Danke, dass ihr hier wart. Aber mein Hirn funktioniert gerade nicht mehr richtig. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, ein paar Minuten über die Linux-Tage mit uns zu reden. Sehr gern. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Nächstes Jahr wieder. Sag ich dazu jetzt mal so ganz frech. Okay, so Mirko, dann verabschieden wir uns jetzt auch nochmal voneinander. Nämlich ich danke, dass du da warst und dass du mich unterstützt hast. Ich danke, dass du mich eingeladen hast. Naja, du bist ja auch so einer unserer Mit-Podcaster, so mit dem Sendungsbewusstsein. Und ich dachte, wenn schon jemand einen Podcast hat, der Sendungsbewusstsein heißt, dann kann er sich auch gut auf die Bühne dazusetzen. Das klappt schon. Ja, natürlich. Das muss raus, das Sendungsbewusstsein. Ne? Ja, also daher. Danke, dass du hier mit mir warst. Dankeschön. Ich hoffe, das machen wir irgendwann wieder. Ja, und ich mal hoffe, schauen. Mal, ihr hattet eine schöne Zeit auf der Republika. Ich werde die schöne Zeit jetzt nach der Republika haben, wenn ich mir alle Sachen nachher im Video angucken kann. Also auch ganz schön durchgestresst, oder? Ja, ich bin jetzt schon einigermaßen geschafft, aber ich bin jetzt gespannt, was Tim und Ralf noch so liefern werden in ihrer Sondersendung vom dritten Tag der Republika. Und das werde ich mir, glaube ich, hier auch in schöner Ruhe mit einer Mate oder vielleicht auch schon jetzt für mich einem Feierabendbier dann nochmal anschauen. Na, dann. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dasein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.